Machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben, hoffentlich. Das wäre gut, wenn wir ein Tape Game hätten, wo wir aufgehört haben. Das wäre ein bisschen frustrierend, wenn nicht. Wir sind in der Endbase, dann ist es gut. Hey, das ist wirklich so doppeldeutig, ne? Es ist natürlich die antarktische Basis, aber es könnte auch die Ameisenbasis sein und es würde voll Sinn ergeben irgendwie. Voll cool. Na, Schönchen, Popönchen, wie geht's euch? Wie war euer Silvester? Wie habt ihr ins neue Jahr gestartet? Wir haben ganz traditionell irgendwie fette Raclette gemacht, also wirklich mit allem drum und dran. Was übrigens ein Megatipp ist, was ich in meiner Jugend hatten wir das nie, aber jetzt machen wir das schon seit ein paar Jahren und das ist wirklich, das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Raclette macht, Pfannkuchenteig. Kann man entweder, ne, es gibt ja so Fertigen aus der Dose. Ich habe dieses Jahr einen selber einfach schnell angerührt, ist super easy gemacht. Und einfach in die kleinen Raclette-Pfännchen, ein bisschen Pfannkuchenteig, ein paar Beeren und man hat mega geile kleine Pfannküchelchen. Voll gut. Wir hatten früher immer nur so herbe Sachen, ne, so Pilze und verschiedene Wurst und Käse und bla bla bla. Aber Pfannkuchen, so süße Pfännchen, habe ich nie dran gedacht. Genial. Kann ich sehr empfehlen. Jo, und dann, oh, wisst ihr, was wir voll vergessen haben? Mir fällt gerade ein, wir haben so Wachsgießen-Sachen gekauft. Haben wir überhaupt nicht gemacht. Haben wir irgendwie voll verplant. Naja, okay. Dann haben wir von 12 bis 1 die Katzen in Sicherheit gebracht und laute Musik angemacht und so. Die haben das einigermaßen gut überstanden, aber ja, Angst hatten sie schon. Und dann haben wir sehr viel Loriot geguckt. Haben wir sonst noch was gemacht? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Boah, ich habe eine Schlammbowle gemacht. Kennt ihr das? Ich kannte das überhaupt nicht. Das ist was, das hat die Merlin, das hat meine Frau quasi mitgebracht von ihren Eltern. Ich kannte eine Schlammbowle nicht. Für mich war eine Bowle oder so, halt einfach nur so Sekt, Fruchtsaft, ein paar Früchte, Erdbeeren, schmeckt widerlich. Tradition, super geil. Aber eine Schlammbowle hat den großen Unterschied im Vergleich zur normalen Bowle, dass da Vanilleeis drin ist. Und zwar einfach eine komplette Packung Vanilleeis in die Bowle und über Nacht schmelzen lassen. Und dann setzt sich das ab wie so Bierschaum im Grunde. Ne? Das sieht super widerlich aus, aber schmeckt ziemlich geil. Also ich bin ein großer Fan von Schlammbowlen. Ihr kennt das. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich kannte das überhaupt nicht. Schlammbowle, okay, gemischt. Manche kennen es, manche nicht. Nee, aber voll geil. Also echt, ich habe einfach nur einen Liter Fruchtsaft oder sowas, eine Flasche Sekt, ganz viele Früchte, irgendwie Litschi und Erdbeeren und was wir so gefunden haben. Und dann einfach einen ganzen 1,5 Liter Packung Vanilleeis rein und das Ganze schmelzen lassen. Super lecker. Ja, voll geil. Herumsitzen und philosophieren mit Freunden ist auch cool, ist auch cool. Silvester war echt chillig, essen und trinken, ein bisschen abspasten. Das sagt man nicht. Auf dem Balkon. Hallo, holy cow, dir auch, dankeschön. Ja, schon cool. Ich war ein bisschen betrunken, ey. Und ich bin zu alt für den Scheiß. Ich bin zu alt für Alkohol. In den Mengen. Es war gar nicht so viel. Okay, es war in der Schlammbowle noch ein Schuss Wodka. Muss ich dazu sagen. Okay, meinetwegen. Aber im Endeffekt war es halt eine halbe Flasche Sekt und ein bisschen Wodka. Und zwei Stamperl vielleicht so, ne? Auf die eine Person gerechnet. Und dann halt noch ein Glas Sekt. Mehr war es eigentlich gar nicht. Aber Junge, war ich am nächsten Tag verkatert. Das war nicht mehr lustig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Nam, 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 nam. Lecker, lecker. Übrigens, genau, jetzt. Ey, nur noch für wenige Tage gibt es bei Holy super coole Angebote, unter anderem eben so Vorteilspakete, Probierpakete wieder stark reduziert, wo ihr Energy-Proben kriegt, Eistee-Proben, Hydration, entweder im ganzen Paket oder einzeln, wie ihr wollt, unbedingt jetzt noch die nächsten Tage bestellen. Ich glaube, das geht nur noch bis 5. oder so.
Also nur noch ein paar Tage Zeit und auch der neue Energy-Geschmack Peacock Punch, super lecker, kann ich euch wirklich empfehlen, der ist echt geil, den habe ich auch hier drin, sehr fruchtig, sehr frisch, lecker Schmecker, kann ich wirklich sehr empfehlen, schaut unbedingt bei Holy vorbei, ihr seht oben im Eck die Codes, da LSBA 5 Euro, wenn es eure erste Bestellung ist, für einen einmaligen 5 Euro Rabatt und für alle anderen Bestellungen ab einem gewissen Wert, ich glaube ab 20 Euro oder sowas, sonst geht's nicht, ich weiß den genauen Wert gerade nicht auswendig, aber dann nehmt LSBA 10 für 10% auf alles und das geht auch auf reduzierte Sachen. Also jetzt hier zum Beispiel kostet dieses Starterpaket mit 40 Portionen nur 49,99 statt 69,99, also 20 Euro schon mal billiger und dann nochmal 10% mit meinem Code, beziehungsweise 5 Euro, was in dem Fall wurscht ist. In dem Fall kriegt ihr immer 5 Euro Rabatt. Egal welchen Code ihr benutzt. Aber gut. Ja, ja. Ich war auch ein bisschen betrunken. Na gut. Hey, das Knüttel. Dankeschön. Dir auch ein frohes neues Jahr. Eine halbe Flasche Met geleert. Ah. Selber gemacht? Kann man sowas überhaupt kaufen? Bestimmt, oder? Ich kenn's nur nicht. Ich wüsste nur nicht. Na cool. Okay, Leute, jetzt passt auf. Heute will ich mal was testen. Ich will mal ins neue Jahr mit einem Experiment starten. Und zwar möchte ich gerne einfach aus organisatorischen Gründen diese Woche und vielleicht auch für die Zukunft, gucken wir mal, wie es funktioniert, die beiden Streams, den Hauptstream und den Bonusstream, einfach zusammenfassen. Fusion! Und zwar habe ich mir das so überlegt, dass wir jetzt 3 Stunden lang quasi die normale Streamzeit Code Veronica spielen, also Resident Evil, und dann beginnen nochmal 3 Stunden das Bonusspiel. Das heißt, es wird spät, wir spielen dann, vielleicht fangen wir in Zukunft 1 Stunde früher an oder so, ne, da können wir mal gucken, aber dann geht es bis heute bis 12 und gucken wir mal, wie das so ist für uns alle, für alle Beteiligten, für euch und für mich und ob uns das zu anstrengend ist oder zu lange oder zu spät wird, es ist ja auch unter der Woche. Oder ob das cool ist, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das in Zukunft weiterhin so machen. Ein Streamtag, Dienstag ist Streamstag und diesmal jetzt ab jetzt richtig. Ich könnte mir sogar vorstellen, den Streamstag dann sogar nochmal zu verlängern. Also nochmal ein bisschen früher anfangen und vielleicht einfach Bonusstunden dranhängen. Nicht nur 6 Stunden, sondern so richtig durchstreamen. Aber dafür halt nur einen Tag in der Woche. Gucken wir mal, das ist gerade so die Idee. Könnte cool werden, eventuell. Hey, dir auch ein frohes Jahr. Frohes neues Jahr, Benny. Hi. Ich liebe deine Resident Evil bezogenen Videos. Das freut mich. Das ist sehr nett von dir. Jo, genau. Gucken wir mal. Das ist super gut. Mega, zu lange. Gemischte, ja, ne? Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Okelidokeli, dann fangen wir jetzt aber an. Oh, und wir haben über 3000 Follower auf Twitch. Yay, das ist plötzlich so über die Woche passiert, ne? Während ich gar nicht live war. Das freut mich. Mhm. Gucken wir mal, wie der Gannon das verkraftet. Der kann ja schon 3 Stunden ohne meine Aufmerksamkeit, hält er schon nicht durch. Schauen wir mal. Aber da muss er durch. Ich meine, die Merlin kommt ja normalerweise, wenn ich zu streamen anfange, ungefähr von der Arbeit heim. Normalerweise. Insofern ist er ja eigentlich nicht alleine. Er ist nur ein Trottel. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, Leute. Resident Evil Code Veronica. Sagt mir gerne wieder Bescheid, wie es soundtechnisch bei euch aussieht. Ne? Ist es zu laut? Ist es zu leise? Ist es zu dunkel? Gerade muss es ja dunkel sein. Können wir alles lösen? Wir finden für alles eine Lösung. Aber schauen wir mal. Okay, jetzt lesen wir erstmal Alexanders Memoiren. Falsch. Alexanders Memoiren. Mein Vater Edwin entdeckte den Muttervirus.
in Zusammenarbeit mit Lord Spencer. Den Virus, den wir heute, aber das hat ja erst Resident Evil 5 dann zur Lore hinzugefügt, als Progenitor-Virus kennen. Aber interessanterweise gibt es die Idee vom Progenitor-Virus schon viel länger. Spätestens im Original Resident Evil 4 hätte es ja um den Progenitor-Virus gehen sollen. Der hatte da meines Wissens nach sogar schon den Namen Progenitor-Virus, obwohl es noch gar nicht offiziell war. Das kam dann erst. Hey Captain Smoker, was geht? Genau, aber ja, weiter geht's. Lord Spencer war auch ein Nobelmann. Sie haben den Virus aus militärischen Gründen studiert. Warum kann ich jetzt nicht? Achso, hier. Schön langsam nahmen ihre Studien Form an. Sie nannten eine Variation des Muttervirus den T-Virus. Um ihre Forschungen zu verschleiern, haben sie Umbrella Chemicals Incorporated gegründet. Dass die Arbeiten ursprünglich militärisch waren, ist auch so, na so semi überschrieben worden mit dem fünften Teil, weil da lernen wir ja, dass es eigentlich Spencer sehr stark um Unsterblichkeit geht, um das perfekte Lebewesen, um ihn selbst als unsterbliches Superwesen. Das war das wahre Ziel, zumindest von Spencer. Die militärische Forschung diente eher so der Finanzierung von dem ganzen Bullshit. Okay, ich habe einen Abschluss in Biogenetik gemacht. Und bin in dieses super geheime Projekt eingestiegen, um meines Vaters Forschung zu unterstützen. Wie auch immer. Allerdings durchlief meine Forschung eine schwierige Phase und mein Vater starb in der Mitte des Projekts. Wir sind jetzt am Rande einer großen Entdeckung. Warte mal. Nee, Quatsch. Wir sind jetzt am Rande eines, wir haben jetzt einen großen Nachteil gegenüber den anderen Forschungsteams. Ja, da es viel Konkurrenz im Bereich der Forschung um den T-Virus gibt. Ich habe den ehrenhaften Namen der Ashford-Familie Schande bereitet, den unsere große Vorfahrin Veronica etabliert hat. Wenn nicht bald etwas geschieht, wird Umbrella vollständig von Spencer übernommen werden. Ich muss das Projekt zu seiner Gänze erweitern, ohne dass Spencer mich dabei entdeckt. Ohne viel drüber nachzudenken, habe ich beschlossen, eine groß angelegte Forschungseinrichtung, eine sehr fortschrittliche, einzurichten. Es wird im Transportterminal, den ich eingerichtet habe, in der verlassenen Mine in der Antarktik etabliert werden. In dieser Facility habe ich genug, werde ich Räume bauen. Ja. Werde ich einfach Räume bauen. It will be similar to the design of my man. Es wird ähnlich sein wie der Aufbau meiner Villa. The legacy of the late Trevor. Das Vermächtnis des späten Trevor. Ich werde meine liebsten Erinnerungen dort aufbewahren. Yay, das Knuddel! Luminai XX ist jetzt ein Bird Rider. Vielen, vielen Dank für deine vielen, vielen Subgifts. 5 Stück an der Zahl. Dankeschön dafür. Das ist mega nett von dir. Kaga ist jetzt ein Bird Rider. Dankeschön auch von mir. Nicht nur von Ashford hier. Danke. Yay! Hey, Puzzles! Hi, Puzzles übrigens. Auch an dich ein schönes neues Jahr. Du, 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 du.
Der Dürre 1 ist jetzt ein Bird Rider. So viele neue köstliche Bird Rider. Okay. Achso, war noch nicht. Gleich haben wir's. M-Darkside ist jetzt ein Bird Rider. So, vielen, vielen Dank nochmal, das Knuddel. Mega nett von dir. Okay. Let's go. Ich versuche das noch schnell zu Ende zu bringen, dieses Dokument hier. Was eigentlich ein interessantes Dokument ist, lore-technisch. Aus Sicherheitsgründen wird dieses Projekt streng geheim sein und einen Codenamen tragen. Es ist der Name meiner wunderschönen Vorfahrin der Ashford-Familie, Veronica, die ich hoffentlich sehr bald wiedererwecken möchte. Sehr sogar. Ich bin zuversichtlich, dass das Ergebnis meiner Erforschung so gloriös wie ihr Name sein wird und dass Ehre und dass ich will Ehre bringen. Ich will Ehre bringen. Ich bring Ehre für das Haus. Basically steht das da. Ich muss mal kurz gucken, weil mein Bein hat vorher komisch gekribbelt und ich habe Angst, dass unter meinem Stuhl eine Spinne lebt. Moment, ich schau mal kurz. Okay, ich sehe keine Spinne. Vielleicht war es eine Katze. Vielleicht war es einfach gar nichts. Also, genau. Ashford ist basically Mulan. Also Bizarro Mulan, ne? Die böse Mulan. Aber im Grunde genau das Gleiche. So. Okay, 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 okay. Wir haben ganz schön viel Heilung. Warum nur? Weil ich so gut bin, ne? Ich spiele so effizient. Ich lasse mich halt nicht treffen. Das ist das Geheimnis. Was machen wir denn jetzt waffentechnisch? Ich glaube, ehrlich gesagt, die Armbrust wird mal wieder abgelegt, weil wir mit 100 Schuss Pistole, glaube ich, schon ein Stückchen weit kommen. Aber ich nehme mal hier weiterhin den Granatenwerfer mit, weil... Warum nicht? Dann haben wir ein schönes, sauberes Inventar. Ne, nicht zu voll, aber auch nicht zu leer. So machen wir es. Sehr schön. Okidokili, Leute. Let's go. So, die antarktische Basis, an die kann ich mich tatsächlich fast überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß noch, dass wir hier eine Motte treffen. Das war es aber dann auch schon im Großen und Ganzen. Ich glaube, in den Geheimgang können wir aber noch nicht, oder? Hey, Mr. Darkseid. Mr. Darkseid, da steht First Time Chatter, als ob du zum ersten Mal Herr wirst. Aber wir kennen uns doch. Oder ist das ein neuer Account? Oder bist du ein anderer M. Darkseid und ich habe nur Mr. Darkseid aus dir gemacht? Fragen über Fragen. Auf jeden Fall hallo und herzlich willkommen. Oh-oh. Motten. Ich hoffe, es sind nicht Chris' Motten. Ich hasse den Flur. Ich kann mich wieder erinnern. Ich habe gerade gesagt, ich habe nicht mehr viele Erinnerungen. Ich kann mich genau daran erinnern, weil ich hier ständig vergiftet wurde. Durch die Motten hier sieht Claire manchmal wie eine Fee aus, wenn sie auf dem Rücken sitzen. Ah, ja, I see. Ja, okay. Cool. Einer meiner Bildschirme ist gerade kurz ausgefallen. Ich mache mir mal keine Sorgen. Hi David, was geht? Er ist schon wieder da, alles gut. Aber ein bisschen gruselig ist es schon. Der Bildschirm ist ausgefallen und ich habe einen Knacksen auf meinen Kopfhörern gehört in dem Moment. Also irgendwas ist nicht ganz perfekt so, würde ich sagen. Unheimlich. Naja. Oh-oh. Cutscene. Nee, doch nicht. Aber ich schätze mal, ich komme jetzt da nicht rein, ne? Doch, ich komme rein. Na gut, dann holen wir uns Weapons. Das ist immer gut. Wenn Zombies unterwegs sind, sind Räume, wo Waffen steht, immer gut. Hauptsache, es steht nicht Don't Dead Open Inside drauf. Dann sollte man aufpassen.
Oder haben wir alle gelesen in der ersten Folge Walking Dead im Piloten? Ich war wirklich verwirrt. Es ist ja mittlerweile ein Meme, weil das so komisch auf der Tür steht. Aber ich habe es wirklich lange nicht gecheckt. Ich habe mir wirklich gedacht so, hä? Don't Dead open inside? Was? Ich habe es dann schon gerafft noch, ne? Aber mindestens für 1-2 Sekunden war ich wirklich sehr verwirrt von dieser Tür. Ich bin auch gar nicht so der Walking Dead Fan, muss ich sagen. Ich fand den Piloten tatsächlich sehr cool, hab mir riesig gefallen. Aber dann hat mein Interesse an der Serie irgendwie sehr schnell abgebaut. Ich glaube, mir war zu viel Fokus auf Menschen und zu wenig auf Zombies. Ich hätte gern mehr Zombies und weniger Menschen gehabt. Vor allem waren mir alle so unsympathisch. Ich mag einfach keine Serien, wo mir die Leute unsympathisch sind. Game of Thrones das gleiche. Ich habe da nur ein paar Folgen geguckt und fand die am Anfang cool. Aber dann, als Boromir gestorben ist, war ich eigentlich schon wieder raus. Dann hat es mich schon nicht mehr interessiert. Warum stirbt Boromir? Verdammt, immer stirbt Boromir. Naja. Wenn an deinem Bein kribbelt und deine Geräte rumspinnen, solltest du deine Kabel prüfen, nicht dass eine Stromquelle offen liegt. Sowas sehe ich beruflich oft öfter. Oh, aber ich habe, also in der Nähe meiner Beine ist eigentlich nichts offen. Also, ihr liebt Walking Dead, ist ja auch okay. Ich will euch Walking Dead nicht wegnehmen, aber ich habe schnell wieder aufgehört. Game of Thrones sterben ja auch fast alle. Ja, ich, ohne Witz, ich habe Game of Thrones nur wegen, wie heißt der Schauspieler? Sean Bean angefangen, ne? Bei denen finde ich eigentlich sehr cool. Und dann stirbt er halt am Ende der ersten Staffel. Und ich wusste ja noch nicht, was für eine Serie Dingsy ist. Game of Thrones. Ich habe mir noch so gedacht, na, da bin ich aber mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen, dass der doch noch überlebt. Hahaha, als ob der jetzt wirklich tot wäre. Na, so ungefähr. Tja, blöd. Blöd gelaufen. Nee. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ein Assault Rifle. Uiuiuiui, das ist ja cool. Ich muss mich aber ein bisschen. Es ist immer blöd, ne? Wenn ich so viel rede, dann konzentriere ich mich so wenig aufs Spiel. Ich muss mich aber kurz ein bisschen, weil hier kenne ich mich, wie gesagt, nicht mehr so gut aus. Aber das kriegen wir schon gebacken, dass wir alles hier ein bisschen kombinieren. Naja. Nee, tatsächlich hatte mir Game of Thrones aber auch zu wenig Fantasy. Ich hätte gern mehr Fantasy gehabt. Das ist genau wie bei Walking Dead mit den Zombies. Ich hätte gern mehr Zombies, weniger Menschen. Und bei Game of Thrones hätte ich gern mehr Fantasy und weniger Menschen. Dieses ganze politische Blabla, wen interessiert's? Zeig mir die Drachen, zeig mir die Deadwalker. Ich will, dass die Drachen gegen die Eiszombies kämpfen. Was interessiert mich irgend so ein Arschlochkönig? Geh sterben. Das ist so, ne? Das ist so mein Fokus. Ihr merkt es ja auch an den Videos auf meinem Kanal wahrscheinlich. Ich habe so viele Videos, in denen ich mich explizit mit Monstern und Kreaturen beschäftige und eher weniger, wo es um die Charaktere aus den einzelnen Spielen geht, weil die interessieren mich nicht so. Die Monster sind für mich die wahren Hauptfiguren. Die Hauptfiguren sind eher die Zweitfiguren oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. So, die Hauptfiguren sind für mich gerade in Resident Evil eher ein Mittel zum Zweck, ne? So meine Projektionsfläche. Irgendwie muss ich ja mich durch die Welt bewegen. Aber das, was ich in der Welt treffe, das sind die wahren Hauptfiguren. Okay, Moment mal. Was ist das hier eigentlich? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ein Detonator. Ich schaue mir den mal kurz an. Ein Detonator. Wärmesensor-Detonator. Okay, gut. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen erkunden. Wir finden es schon raus. Ah, gut, dass ich auf die Karte geguckt habe.
Hier, nimm das Rad ab, das brauchen wir drüben. Ah, verdammt, Claire. So kann ich nicht arbeiten. Oh oh, das Spiel gibt mir gerade seltsam viel Munition und Heilung. Was hat es vor? Spiel. Oh! Hat der mich erschrocken. Ich finde es immer witzig, wenn mich so alte Spiele mit so Kleinigkeiten so erschrecken können. Ich mag das gerne. Weil sie atmosphärisch natürlich nicht mehr ganz so intensiv wirken wie halt früher einfach, ne? Ist ja klar. Aber dann gibt es eben doch so Momente, wo sie mich doch wieder voll hucken. So, hoffentlich funktioniert der. Haben wir wieder ein bisschen Licht. Das wäre doch schon mal gut. Und das Fließband läuft vielleicht wieder. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah, Achtung, Claire, Hundi. Der Hund ist genauso verwirrt gewesen wie wir. Die Frage ist, sind das jetzt Cerberus oder Zombie-Hunde? Ich würde vermuten, es sind tatsächlich Cerberus. Andererseits, warum sollten Hunde in dieser Basis sein? Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Das sind offensichtlich absichtlich erschaffene Biowaffen und keine zufällig mutierten Hunde. Würde ich jetzt einfach mal... Ich habe ein Geräusch gehört. Ach, das waren nur meine Schritte. Okay. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hi Scorpion Dragon, dir auch ein frohes neues Jahr. Willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Hurra! Bei mir ist es lustig, egal was für ein Jumpscare kommt, ich erschrecke einfach nicht mehr. Ach so, nicht mehr. Egal, ob ich das Spiel schon kenne oder auch nicht. Es ist irgendwie merkwürdig, seit vielen Jahren schon so. Naja, warum nicht? Ich habe The Walking Dead nach Staffel 9 das Interesse verloren. Ja, aber da hast du eh lange durchgehalten, finde ich. Das sind die Haustiere der Forscher, ja genau, oder der Bergarbeiter oder sowas, ne? Aber das macht halt nicht wirklich Sinn. Also, ich kann schon in die Antarktik kommen, um da zu arbeiten, aber nur, wenn ich meine Hunde mitnehmen kann. Ich stelle mir das Gassigehen sehr toll vor draußen im ewigen Eis bei minus 40 Grad. Ja, weiß ich nicht, Digga. Schön auch wieder dir beim Resi-Zocken zuzuschauen. Das freut mich. Hi, Angel Prinzessa. Ich höre Geräusche. Die kann ich gerade nicht zuordnen. Was ist das? Ah, I don't like it. Oh mein Gott, Spinnen sind so widerlich. Ich finde Code Veronica so ziemlich die ekelhaftesten Resident Evil Spinnen. Oh mein Gott. Leute, ohne Witz jetzt. Ich verarsche euch nicht. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich wusste nicht, dass denen der Hinterleib wegplatzen kann und dass die dann noch weiterleben. Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß nicht. Habe ich irgendwie verdrängt, glaube ich. Meine Güte, ist das widerlich. Oh mein Gott, sind die widerlich. Widerlichste Spinnengegner ever. Die finde ich schon sehr ekelhaft. Die Spinnen haben mich öfter vergiftet als die Motten. Ja, man wird viel zu oft vergiftet hier. Ach süß, da würde ich mit einem großen Terrarium hinterherlaufen und einfangen. Naja. Ich muss sagen, dass ich bei weitem nicht mehr so viel Angst vor Spinnen habe wie früher. Ne? Ich hatte früher schon, würde ich glaube ich schon sagen müssen, eine richtige Spinnenphobie. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Aber ich bin immer noch kein Fan von denen. Und endlich sehe ich das Ding da unten. Ich kann aber nicht drauf schießen. Das ist ja auch mal nervig. Komm, schnell, lesen wir das schnell. Ach so, ist gar nichts zum Lesen. Barcode-Sticker, den brauchen wir wahrscheinlich dann gleich im Warehouse.
Da liegt noch Armbrustmunition. Packen wir auch noch schnell ein. Ich finde das irgendwie voll interessant, dass ich mich noch sehr gut an den ersten Part erinnern konnte von Code Veronica. Aber jetzt hier an die Basis dafür fast gar nicht mehr, ne? Ganz komisch. Okay, eine Sortiermaschine. No power? Ich dachte, wir haben power wieder restored. Ach so, Moment. It seems that power is not being supplied. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich dachte, ich habe gerade den Generator angemacht, dachte ich. Ich gehe nochmal, muss ich nochmal schnell in den Generatorraum gucken, ob ich da... Ich habe ehrlich gesagt nicht gelesen, was mir da angezeigt wurde. Das war wieder das Problem. Ich habe wieder mehr im Chat gelesen als im Spiel. Deswegen weiß ich gar nicht. Vielleicht wurde mir auch angezeigt, so nein, du kannst den Strom nicht herstellen. Das ist verboten. Du musst erst den Nippel durch die Lasche ziehen oder so. Dann habe ich es vergessen. Gucken wir nochmal. Was sagt mir das, wenn ich da drücke? Der Generator läuft. Okay, der Generator läuft. An dem scheitert es also nicht. Was dann? Aha! Jetzt, das habe ich übersehen. Na dann. Kann es sein, dass du den ersten Part öfter gespielt hast? Das kann tatsächlich gut sein. Also das kann wirklich gut sein, dass ich das Spiel in der Vergangenheit oft angefangen, aber nie durch oder nie so weit gespielt habe. Ne? Das, mein Gott, das ist gut möglich. Ich könnte mich wirklich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal durchgespielt habe. An dem wird es wahrscheinlich auch irgendwie liegen. Ich kann es nicht genau sagen. Ich ekel mich hauptsächlich vor Spinnen, aber ein bisschen Angst habe ich manchmal auch. Diese großen schwarzen Monster muss ich manchmal lange anstarren, bis ich mich überwinden kann, sie zu zerquetschen. Ja, diese riesigen Kellerspinnen, so diese wirklich riesigen, ne, diese europäischen Hausspinnen, die schon irgendwie so faustgroß werden können, die finde ich schon echt unheimlich. Ich fange die tatsächlich auch ein und bring die raus, aber das kostet viel Überwindung. Holy shit, aber ja. Oh, ist das unangenehm. Aber so habe ich auch ein bisschen meine Angst einfach verloren auch. Indem ich mich dazu gezwungen habe, mehr oder weniger mit denen zu interagieren und die zu retten. Und das ist übrigens tatsächlich so, das ist kein Scheiß, also wirklich, seit ich die nicht mehr umbringe, sondern rette, habe ich weniger Angst vor denen. Es ist wirklich so. Ich weiß, ich kann es nicht genau erklären, woran es liegt, aber das Nicht-Töten ist irgendwie schon ein wichtiger... Ich weiß nicht, es ist halt einfach auch ekelhaft, wenn man die zerquetscht oder einsaugt und man spürt, wie die durchgehen und dann sind sie tot und... Oh, und... Retten am Anfang vor allem hat echt Überwindung gekostet, aber ich habe jetzt irgendwie die Begegnung mit Spinnen nicht mehr so negativ für mich. Keine Ahnung. Ich will sie trotzdem nicht auf mir rumklettern lassen. Aber das ist therapeutisch gewesen, die zu retten, anstatt sie zu töten, tatsächlich. So, ich habe überhaupt nicht gecheckt, wo die Fließbänder jetzt eigentlich was hingebracht haben und wo ich jetzt was aufheben kann und so. Keine Ahnung. Wo wurde was hinsortiert? Wo kann ich mir was holen? Wo fährt irgendwie, wo fahren die Dinger hin? Ich werde schon rausfinden. Aber zum kreise ich einmal kurz die Maschine. Als erstes. Okay, hier ist nichts. Wartet mal. Die Rohre hier gehen durch die Wand durch, also muss ich da vermutlich rein.
gucken wir mal. Eigentlich sind ja Spinnen voll geil, ne? Das ist ja das Traurige dran. Eigentlich sind ja Spinnen mega cool. Die sind ja voll die hilfreichen, tollen Tiere, wenn man nicht gerade in Australien lebt oder sowas. Aber hier sind die eigentlich nur cool. Die sind ja nur Verbündete. Die fressen nervige Arschinsekten, die man wirklich nicht haben will. It's leaking anti-BOW gas. Und du bist dir sicher, dass wir die Maske hier nicht brauchen? There's no need. Na, dann weiß ich gerade nicht, was wir hier eigentlich gemacht haben. Den Sticker brauchen wir auch nicht mehr. Ne, diese Angst oder dieser Ekel ist ja wirklich komplett irrational. Hey, Schnicks, Schnicks, vielen, vielen Dank für deinen Support auf YouTube. Vielen Dank fürs Mitglied werden. Freut mich sehr, super nett von dir. So, jetzt haben wir Strom. Wisst ihr was, jetzt gehe ich mal zurück in den Speicherraum. Weil da war es vorher so dunkel. Und da habe ich komische Geräusche gehört. Jetzt können wir uns da mal ein bisschen umschauen. Genau, die Hauswinkelspinnen, ja. Das sind die, ne? Die Riesenmonster. Ja, Fien, chill. Oh, wir haben irgendwas Ekliges auf dem Rücken. Chill, jetzt geh einfach durch die Tür. Verdammt nochmal. Mann, ey. Spinnen sind super nützlich. Oh Gott. Hab mir welche in eine Ecke gesetzt. Und hab jetzt kein Problem mehr mit Fliegen. Ja, eben, ne? Fliegen, Mücken und so weiter. Es ist ja eigentlich eh toll. Ich muss sagen, es ist halt... Oh nein, wir sind vergiftet. Auch die Vorstellung alleine ist halt schon auch ein bisschen eklig. Gerade Jagdspinnen, wie eben zum Beispiel diese Hauswinkelspinne oder wie sie heißt, die haben halt kein Nest, in dem die irgendwie warten, bis was reinfliegt, sondern die gehen halt aktiv auf Jagd. Und ich will nicht, dass die nachts in meiner Nähe aktiv auf Jagd gehen. Ich möchte das einfach bitte nicht. Was soll ich sagen? Ich muss mal kurz gucken, welche Schlüssel-Item wir eigentlich... Ah ja, wir haben den Storage Key, den wir nicht benutzt haben, und den Flammen-Fleuerlöscher. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Gab es oben noch einen Weg, wo wir hingehen könnten? Nee. Ja, ich glaube, ich muss noch mal unten rumlaufen und ein paar Knöpfe drücken. Das wird sein. Keine Ahnung. Ja, das ist soweit ich weiß, ne, soweit ich weiß, aber ich habe keine Ahnung, ob das auf dem neuesten Stand ist oder was weiß ich was, aber soweit ich weiß, ist das vielleicht so eine Mischung und man ist sich nicht ganz sicher mit dieser Angst von Spinnen, aber tatsächlich gibt es zumindest wahrscheinlich anteilig so eine Grundangst vor Spinnen, was so evolutionär ja auch ein bisschen Sinn macht. Gleichzeitig ist da auch sehr viel natürlich anerzogen. Und noch dazu kommt ja, dass man seit einigen Jahren weiß, dass tatsächlich starke Ängste und traumatische Ereignisse und Phobien an künftige Generationen auch auf einer genetischen Ebene weitergegeben werden kann. Was ich super freaky finde, aber anscheinend ist das tatsächlich so. Und ne, das kommt halt noch hinzu. Insofern ist so Angst vor Spinnen und vor Schlangen wahrscheinlich eher weniger jetzt wirklich was inhärent im Menschen genetisch Verankertes, aber was kulturell sehr tief Verankertes und auch in einzelnen Personen sehr tief verankert und somit quasi von Generation zu Generation weitergegeben. Claire, hört auf, dich vergiften zu lassen und nimm das blaue Kraut hier. So, jetzt stell dich nicht so an. Das ist so mein Stand bei dem Thema, aber weiß ich nicht.
Vor allem, weil halt nicht jeder Mensch von Haus aus Angst vor Spinnen hat. Ne? Das spricht halt stark dagegen, dass das wirklich was Genetisches wäre. Und gleichzeitig haben viele Menschen halt sogar einen starken positiven Bezug zu Spinnen, der auch nicht gelernt ist, sondern der halt einfach da ist. Ne? Insofern kann man das so einfach nicht beantworten. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass Spinnen so super fremdartig sind im Vergleich zu unserem Wirbeltierbauplan, der uns vertrauter ist. Claire. Oh yeah. Jetzt lesen wir mal wirklich, was da überall steht, damit ich weiß, was wir tun müssen. Okay, da ist ein Otterkon. Octagon-Loch. Giftiges Gas. Im Fall eines Notfalls versiegeln. Okay. Otterkon. Bei Fortnite. Hey, ich hab ohne Witz gestern wieder mal Fortnite angefangen. Ich spiele ab und zu Fortnite tatsächlich. Ich habe zum ersten Mal Fortnite gespielt, wie wahrscheinlich viele Menschen da draußen, als sie den No-Build-Modus eingeführt haben. Also, dass man Fortnite spielen kann, ohne dass man bauen muss. Das war schon mal ganz nett. Und dann haben sie Son Goku eingeführt. Und ich glaube, die Einführung von Son Goku war wahrscheinlich so ziemlich der Moment, wo so viele Leute, die noch nie irgendwas mit Fortnite zu tun hatten, sich das mal angeguckt haben. Und da habe ich eine Zeit lang gespielt, aber habe es jetzt auch wieder liegen lassen, weil dieser Classic-Modus zum Beispiel hat mich halt dann wieder gar nicht interessiert und so, ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn, jetzt habe ich es wieder mal gestartet und die haben jetzt irgendwie ganz schön verrückte Sachen eingeführt, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Es gibt jetzt so einen, ich würde sagen, Dragon Quest Builder-artigen Survival-Modus mit Lego, also Lego-Lizenz. Ganz viele von den Figuren, die es in Fortnite gibt, haben jetzt Lego-Äquivalente. Und man kann mit denen in der Lego-Welt so Survival-mäßig ein Dorf aufbauen. Und dann kommen irgendwie auch andere Lego-Figuren, mit denen man interagieren kann und so. Es ist irgendwie wild. Und außerdem haben die ein Rocket League-Crossover mit Rennen. Aber echt gute Rennen, muss man sagen. Echt gute Rennphysik, so Funracer. Und ja, niesen. Finde ich total faszinierend. Und ich komme drauf, weil gerade eben Snake, Solid Snake, als Gastcharakter in Fortnite freigeschaltet werden kann. Den gibt's, glaube ich, schon länger. Der ist jetzt nicht neu. Aber ja. Hä? Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen muss. Ich bin gerade mörderverwirrt. Ich muss mir jetzt nochmal in Ruhe alles anschauen. Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Ich hätte mir echt durchlesen sollen, was passiert. Wenn ich einmal Fortnite sehen muss, die abonniere ich sofort. Sei nicht so verschlossen gegenüber Neuem, das Knuddel. Sei offen für neue Erfahrungen. Fortnite ist echt nicht so schlimm. Das hat auch nur einen schlechten Ruf, weil es so populär ist. Wirklich wahr. So sehr erfolgreiche Sachen. Ah, Magnum. Aber wir können nicht hin wegen Feuer. So sehr erfolgreiche Sachen haben aus irgendeinem Grund, werden auch immer sehr stark gehatet und da entstehen auch sehr viel ungerechte Vorurteile gegenüber den Dingern. Ich bin jetzt auch kein großer Fortnite-Fan, aber ich spiele schon ab und zu gerne und es ist ein absolut solides Spiel. Man kann nichts sagen, also vom Gameplay und allem absolut solide. Und sogar, ganz ehrlich, die Monetarisierung ist bei weitem nicht so schlimm wie bei vielen anderen Spielen. Muss ich einfach sagen. Tut mir leid, wenn das deinen Fortnite-Hass triggert. Hab mal gelesen, das ist psychologisch. Das menschliche Auge packt keine 8 Beine auf einmal. Das erklärt, warum mit Käfern 6 Beine etc. keine Trouble machen. 1000-Füßler wiederum ja. Ja, aber guck, 1000-Füßler finde ich jetzt zum Beispiel komplett unproblematisch.
Katzen regeln das. Ja, genau, das auf jeden Fall auch. Ich glaube, da gibt es tatsächlich viele, viele Ansätze und viel Diskussion darüber, warum Menschen Spinnen so eklig finden. Ich glaube, da gibt es nicht die definitive Antwort. Ich hatte Fortnite gefeiert, als es rauskam, wo es noch darum ging, sich Festungen zu bauen, um sich gegen Zombies zu wehren. Ah, quasi das, was jetzt als der Singleplayer-Modus quasi immer noch extra verkauft wird. Verstehe ich. Und dann sind die, aber mittlerweile mit dem User-Created Content gibt es ja alles Mögliche, ne? Die Psychologie sagt, dass es anerzogen ist. Okay. Naja. Also, in dem einen Raum bräuchten wir einen Feuerlöscher. Wir haben einen Feuerlöscher, aber der ist leer. Den können wir jetzt nicht benutzen. Das heißt, wir kommen jetzt nicht an die Magnum ran. In dem anderen Raum... Ah, das ist der. In dem anderen Raum ist Biowaffengiftgas. Da ist eine Spinne, die dauernd Gift sprüht. Und sonst aber irgendwie anscheinend nichts. Warum habe ich den Sticker auf die Kiste geklebt und die Biogaskiste? Warum? Damit ich... Ja, okay, wartet. Schön langsam verstehe ich's. Das habe ich gemacht, damit ich die Gasmaske kriege. Die habe ich jetzt. Aber für was die Gasmaske? Das muss ich jetzt rausfinden. Ich habe das jetzt alles gemacht, damit ich an die Gasmaske komme. Aber ich weiß gerade gar nicht, für was ich die Gasmaske brauche. Aber jetzt bin ich zumindest einen Schritt näher an der Lösung. Und jetzt gehe ich nochmal kurz speichern und dann gehe ich nochmal zurück, wo wir hergekommen sind vielleicht. Keine Ahnung. Aber ja, genau. Es ging quasi um die Gasmaske. Die war mein eigentliches Ziel. Nein, come on, Motte. Die sind so nervig. Claire, du hast da was am Rücken. Claire, wenn du mal eben kurz deine Weste ausziehen könntest. Guck doch mal auf deinen Rücken. Warte doch nicht. So. Okay, speichern wir kurz. Ich habe jetzt mit der Gasmaske quasi schon die Lösung gefunden für ein Rätsel, das ich noch nicht gefunden habe. Ich habe schon das Schlüssel-Item dafür. Ich weiß nur noch nicht, für was eigentlich. Und ich glaube, ich weiß auch für was. Ich brauche aber noch das Rad. Das, wie heißt es, Kurbeldingens. Die AK habe ich schon, ja. Die AK haben wir. Die AK haben wir. Aber ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, was ich jetzt machen muss. Aber wir werden es schon rausfinden. Na gut, okay. Aber dann, das Knuddel, verstehe ich das viel mehr, deine Abneigung für Fortnite. Weil dann war das Spiel quasi ursprünglich... fandest du es halt einfach cool und die haben dir im Grunde das weggenommen, was du so mochtest an Fortnite, ne? Und haben das gemacht, was halt irgendwie populär ist und erfolgreich ist und das ist, das verstehe ich komplett. Meine Güte! Werden wir hier gerade von den Motten gekombot. Hey, ich habe keinen Bock mehr auf die Motten. Spawnen die irgendwie wieder oder sowas? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe so im Kopf, dass die irgendwie immer wieder kommen. Vielleicht stimmt es aber nicht und wir haben Glück. Heilen wir uns einfach mal vom Gift. Nervige Mistviecher. Auf jeden Fall. Ich gehe jetzt einfach mal zurück. Ahem.
Mit Schlangen habe ich eigentlich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil eigentlich. Schlangen finde ich irgendwie ziemlich cool und nett und interessant. Überhaupt nicht eklig. Ja, genau, die hätten auch einfach ein zweites Spiel machen können. Hat ja bei Raft und Stranded Deep auch geklappt. Beziehungsweise hätten sie ja ruhig diesen Battle Royale Modus, ne, dazugeben können. Da spricht ja gar nichts dagegen. Aber dass sie das Urkonzept haben komplett fallen lassen, das verstehe ich, dass das enttäuschend ist, auf jeden Fall. Habe ich. Das verstehe ich komplett. Ich glaube auch, das Spiel wird mir als Singleplayer-Spiel besser gefallen. Es ist wirklich so. Ich spiele das Spiel ehrlich gesagt auch nur wegen den ganzen Crossovers und den Lizenzen, weil ich es halt einfach witzig und skurril finde und weil es halt einfach lustig ist, wenn, weiß ich nicht, Darth Vader den Doom-Guy mit einem Kamehameha erschießt. Es ist halt einfach, das ist Humor, der spricht mich an. So. Das mag ich an Fortnite. Aber dieses PvP-Battle Royale, das ist ehrlich gesagt so das letzte Gameplay, das ich mir wünschen würde von so einem Spiel. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es auch sehr viel coolen Fan-Created Content gibt. Und dass die so klug sind, dass man auch für den Fan-Created Content für den Battle Pass Erfahrungspunkte kriegt. Dass die quasi sagen, du darfst dir deine Erfahrungspunkte verdienen, wie du willst. Und man wird dann nicht wirklich eingeschränkt und nicht gezwungen, den Battle Royale-Modus die ganze Zeit zu spielen. Der ab und zu schon auch nett ist, ne? Aber das ist eigentlich nicht so meins. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier eigentlich mache, aber ist ja auch egal. Es ist wirklich der Popschutz. Jetzt wartet mal. Ich glaube, deswegen juckt mir die Nase immer so. Als der noch nicht dran war, hat mir die Nase nicht gejuckt. Wahrscheinlich sind da wirklich zu viele Katzenhaare drin. Der ist so voller Katzenhaare. Keine Ahnung. Ich mache den jetzt mal ab und hoffe, dass ich nicht zu sehr reinpuste. Ich muss, glaube ich, das Mikrofon jetzt ein bisschen von meinem Mund wegmachen. Eher so ein bisschen dran vorbeireden, dann klappt das schon. Und dann juckt mir die Nase hoffentlich nicht mehr so stark. Am besten nicht ins Mikro spucken. Das kann ich nicht versprechen. Ich glaube auch, dass die immer wieder kommen. Ja, ich befürchte auch die Motten. Die Motten sind die schlimmsten Gegner in Code Veronica. Absolut. Ich finde die auch so schlimm. Grundsätzlich finde ich ja immer die Hunde in Resident Evil am allernervigsten. Aber dann kommen die Motten, die Code Veronica Motten explizit. Gibt es aber nicht so eine Art wie Netz, die man davor hängt, dass man das nicht drüber stecken. Ach so, du meinst jetzt, ja, gibt's auch, aber damit hatte ich das gleiche Problem. Aber das Mikrofon, das ich jetzt habe, das rote Mikrofon, ist eigentlich auch ohne Popschutz sehr gut, wenn es um, na, so Popschutz geht. Aber ich glaube, man merkt, wenn ich pop, aber eigentlich super. Bei meinem vorherigen Mikrofon, das liegt da hinten gerade, das ich aussortiert habe, das war nicht ganz so ein super High-End-Mikrofon, wäre das ohne Popschutz gar nicht gegangen. Da wäre alles nur pff, ne? Nur Störgeräusche. Das macht das schon ohne Popschutz auch sehr gut. Insofern, wie ist es allgemein mit Katzenhaaren? Muss man oft sauber machen? Also, im Endeffekt als Katzenbesitzer musst du dich dran gewöhnen, dass immer überall Katzenhaare sind, ja? Immer und überall. Du wirst sie auch nicht los. Du kannst noch so oft sauber machen. Das Nervige ist tatsächlich, finde ich zumindest, gar nicht so sehr, dass die Haare, sondern das Katzenstreu, weil die verteilen halt auch einfach ihr Katzenstreu in der ganzen Wohnung. Wir haben zum Glück einen Staubsaugerroboter, der saugt auch irgendwie einmal am Tag alles und das ist schon ziemlich wichtig, aber ja. Claire, schieß doch durch die Gitterstäbe. Aber ich schätze, da kommen wir irgendwie auch noch nicht rein, ne? Ein Metal Shop Object. Ah, ich kann mich erinnern, ne? Ich glaube, wir müssen da von irgendeiner Kurbel
von irgendeiner Kurbel müssen wir dann, glaube ich, das Gewinde umschneiden, damit es sechseckig wird oder achteckig. Aber was für eine Kurbel? Ich habe irgendwo eine Kurbel übersehen. Ich bin wahrscheinlich einfach nur doof. Aber ja, da ist es locked. Genau, der Maschinenraum. Itchy tasty. Ich glaube auch, das Nasenjucken ist das erste Anzeichen der Zombifizierung. Da oben geht's auch nicht weiter. Da war ich gerade schon. Ich depp. There's no need to go back. Vielleicht können wir das Flugzeug doch noch mal starten. Ich würde es versuchen. Vielleicht können wir einfach noch mal wegfliegen. Ich glaube, ich gucke jetzt schnell nach, wo wir die Kurbel finden. Weil ich habe sie bestimmt nur irgendwo übersehen und ich laufe jetzt die ganze Zeit im Kreis. Hi Flocky, hallo, wie geht's? So, warte mal. Code Veronica, wie heißt denn das Ding auf Englisch? Wie heißt es denn auf Deutsch? Es heißt ja nicht mal auf Deutsch Kurbel, glaube ich, oder? Die Kurbel findet man in der Innenstadt von Raccoon City. Danke, Google. Danke für gar nichts. Ich glaube, wir sind beim falschen Spiel. Code Veronica and Arctic Base Kurbel. Wie heißt denn die Kurbel auf Englisch? Crack? Ich glaube nicht, dass die Dinger immer Crack heißen. Wealth Handle. Wealth Handle, das wird sein. Okay, Moment. Das ist im... Aha, das ist da, wo ich noch nicht reinkomme. Im Maschinenraum. Aber wie komme ich in den Maschinenraum? Das ist die Frage. Rollbahn, glaube ich. Okay, wartet, ich versuch's mal von der anderen Richtung. Ich suche mal, für was ich die Gasmaske brauche. Code Veronica Arctic Base Gas Mask. So. Das ist notwendig, um es im Maschinenraum zu tragen. Okay, wie komme ich in den Maschinenraum? Hä? Ah, warte mal. Nee. Doch, nee. 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 Aber, nee. Aber, nein. Aber Moment mal, nee. Genau. Später läuft Giftgas aus. Ich hab das mit dem Strichcode gemacht. Ich hab das mit dem Giftgas gemacht. Haben wir alles gemacht. Hallo, Solail, wie geht's? Du musst dich ins Flugzeug setzen und nach Raccoon City fliegen, um die Kurbel zu holen. Ja, das ist es. Dankeschön. Danach habe ich gesucht. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie wir in den Maschinenraum kommen, aber in den müssten wir rein. Die
Tür ist verschlossen. Das ist das Problem. Wir haben das gemacht. Ja, es ist irgendwie Vollblut gerade, ne? Ich weiß, dass ich die Gasmaske im Maschinenraum brauche und ich weiß, dass im Maschinenraum die Kurbel ist, die ich brauche, um das Giftgas dann nochmal. Aber ich brauche erst... Ich muss irgendwie in den Maschinenraum kommen und ich weiß nicht wie. Und die Motten sind tatsächlich wieder da. Und weißt du, ich werde gleich mal gehittet, ohne dass man was dagegen tun kann. Ah, nervig. Ich habe auch nichts in der Form einer Hellbade aktuell. Ich gucke jetzt noch mal kurz. Nicht, dass ich irgendwas da reingeräumt habe. Ah ja, und ich kann mal gucken, für was ich den Detonator brauche. Das ist vielleicht noch ein guter Anhaltspunkt. Detonator. Okay. Use this on the set of explosives on the locker in the weapon room. Aha, das haben wir definitiv noch nicht gemacht. Das machen wir jetzt mal. Das habe ich irgendwie, glaube ich, übersehen. Der Weapon Room ist der da oben hier im Eck. Ja, mache ich jetzt. Versuche ich jetzt mal. Das ist wenigstens mal ein guter Anhaltspunkt. Da schauen wir hin. Motte, muss das sein? Motten, ey. Stimmt, Chris könnte mir den... Ich weiß gar nicht, ob Chris in Raccoon City ist. Ich glaube nicht, ne? Sonst könnte der mir die Kurbel mitnehmen nachher. Das wäre gut. Der könnte die vielleicht schon mal mit der Post schicken. Vielleicht kommen die dann ungefähr gleichzeitig an oder so. Gucken wir mal. Hier soll ich irgendwo einen Detonator benutzen. Ach so, aber hier brennt gerade. Und ich kann den Feuerlöscher nicht aufladen. Kriech durchs Regal durch. Oder geh einfach hier, guck mal, geh gemütlich über die Kiste. Naja, Videospiellogik halt, ne? Was willst du machen? Der Aufzug ist stecken geblieben und kann nicht benutzt werden. Das haben wir auch schon gemacht. Strom ist wieder hergestellt. Ich gehe jetzt noch mal in jeden Raum und gucke einfach. Hätte ich nicht gedacht, dass wir bei Code Veronica hängen bleiben, echt. Aber wurscht. Wo waren wir stehen geblieben? Spinnen. Ein Wunder der Natur. Ich glaube ja, dass Spinnen aus einem Paralleluniversum kommen. Es ist so crazy, welche Tiefseekreaturen zum Beispiel, ne, in den Tiefen des Ozeans immer wieder noch entdeckt werden und sie werden immer bizarrer und seltsamer. Es gibt schon einfach so ein paar Wesen, die wirken einfach, als wären sie Aliens, weil sie so fremdartig von dem sind, was wir kennen. Aber so ist das halt. Nur für unsere Sehgewohnheiten wirken die weird. Aber wir sind halt auch nicht so oft in der Tiefsee unterwegs, ne? Das ist das Problem. Und Spinnen sind auch einfach weird. Hast du schon den Blumentopf mit dem Schlüssel? Das kommt mir tatsächlich nicht bekannt vor. Wenn du da noch Informationen für mich hättest, wo der Blumentopf mit dem Schlüssel steht,
dann immer her damit. Das, habe ich wahrscheinlich übersehen dann. Oder ich war da noch nicht. Ich habe schon die ganze Zeit Angst, dass es irgendwas mit einem Kraut zu tun haben könnte, das ich aufheben muss. Aber ich glaube eigentlich nicht, oder? Weil ich lasse halt die ganzen Kräuter stehen. Ja, das haben wir auch. Und sonst ist hier nichts. Ein Rundweg, das da, fertig, okay. Im Büro. Jetzt mal unter uns, wie seltsam sind denn die meisten Menschen? Ja, aber die sehen für uns wenigstens noch irgendwie normal aus, so. Ich meine, so, ne, so Wirbeltiere halt. Im Büro soll ich einen Blumentopfschlüssel finden. Ich guck mal ins Büro und guck mal, ob da ein Blumentopfschlüssel ist. Müssen wir nochmal durch die Motten durch. Ja, come on. Da will man, weißt du, man will ungefähr 5 cm laufen und wird 15 Mal. Komm, weg. Batsch. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder vergiftet, ne? Darf ich nicht vergessen. Also, wartet mal. Im Speicherraum hinten gibt es einen Spind mit einem Knopf. Ja, aber dafür muss ich doch erst die Hellbarde finden, oder? Befürchte ich. Sonst komme ich ja da nicht hin. Oder? Das hat schon mit der Hellbarde zu tun. Ich weiß wirklich nicht mehr. Packen wir das da weg. Das brauchen wir gerade auf jeden Fall nicht. Ich gehe jetzt vorsichtshalber die ganze Kiste durch. Nicht, dass ich irgendwas falsch abgelegt habe. Nee. Aber guck mal, das Messer. Das hätte ich wahrscheinlich nicht mehr gefunden da oben. Ich kann das einfach verschieben, um Gottes Willen. Hey, ich bin so dumm. Wisst ihr, was das Problem war? Ich dachte die ganze Zeit, die Hellbarde schiebt das Regal weg. Aber in Wirklichkeit öffnet die Hellbarde diesen kleinen Schrank hier. Das ist mir gerade erst klar geworden. Und ich kann das hier einfach verschieben. Und dann ist da ein Meerschweinchen. Lauf, Meerschweinchen, du bist frei. Ach, Leute. Okay, das war ein bisschen doof. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt nicht damit interagieren kann. So, jetzt. Das war jetzt wirklich schwer. Der Brief des Butlers. Sir Alfred, bitte vergebt mir. Ich muss meine abrupte Abreise in diesem Abschiedsbrief verkünden. Ich habe zuerst eurem Vater, Lord Alexander, gedient und habe so lange die Freuden und die Leiden der Ashford-Familie geteilt. Lord Alexander ist dann allerdings vor 15 Jahren plötzlich verschwunden und dann... Then an accident during then und dann hat auch noch ein Unfall während eines Experiments Alexias Leben genommen. Ihr wart gezwungen, der Meister der Familie zu werden und das bei eurem zarten Alter. Und fast hättet ihr den Verstand verloren durch die vielen Leiden, die ihr ertragen musstet, als ihr sehen musstet, wie ein Familienmitglied nach dem anderen von euch geht. Und es gab nichts, das ich dagegen tun konnte. Ich war machtlos. Ich habe zuerst gedacht,
ich sollte mich selber töten, um mich zu entschuldigen. Aber dann habe ich gemerkt, dass das nur eine Beleidigung für unseren Lord Alexander und unsere Lord Alexia gewesen wäre in der anderen Welt. Scott Harmon, Butler, Dashfords. Okay. Ende. Das ist übrigens das Meerschweinchen, das du im Flugzeug gesehen hast. Ja. Das macht voll Sinn und ist mir noch nie aufgefallen und ist irgendwie super lustig. Und jetzt drücken wir endlich den Knopf hier. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal Nosferatu. Ich meine natürlich Nosferatu. Nosferatu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Nosferatu. In der linken Ecke. Na gut. So, checken wir das mal. Da. Oh mein Gott, ich bin jetzt echt einfach nur hängen geblieben, weil ich zu doof war, einfach mal gegen so ein Regal zu laufen. wo ist denn mein... Hier, darauf trinke ich erstmal einen Schluck. Der Maschinenraumschlüssel. Ich hätte das überhaupt nicht in Verbindung gebracht, das Knuddel. Und das ist so ein tolles kleines Easter Egg mit dem Meerschweinchen. Also der Labormaus, der Laborratte quasi, ne? Ja. So, dann haben wir jetzt den Schlüssel zum Maschinenraum endlich, den ich schon die ganze Zeit gesucht habe. Das ist schön. Die Shell ist grundsätzlich sehr creepy, ne? Ja. Das stimmt. Vor allem, wenn man da zum ersten Mal reingeht, weiß man nicht, was passiert. Fällt man jetzt gleich runter, bricht man durch. Interessanterweise mit der Axt, die da so reingeschlagen ist, erinnert das auch mich so ein bisschen an die Dingsies, die Wolverines aus dem vierten Teil. Der Name mir gerade nicht einfällt. Claire, ich habe uns jetzt gerade geheilt. Du hörst jetzt... Nein, du bist jetzt nicht schon wieder vergiftet. Oh, Claire. Nein, ich glaube, die haben uns schon wieder vergiftet. Die haben uns schon wieder vergiftet, oder? Oh Gott. Und die blöde Raupe auf ihrem Rücken schlüpft auch nicht. So, Claire, können wir jetzt bitte kurz eine Minute nicht vergiftet werden? Bitte. Oh Gott. Hilfe! Das ist so nervig hier, der Raum. Ja, aber es hilft doch nichts. Ich hätte hier dann auch erschossen, aber es ist halt letztendlich Munitionsverschwendung. Einfach nur, die zu töten. Wenn jetzt die Raupe mal eben schnell schlüpfen würde, das wäre ganz lieb. Ich glaube, die bleibt jetzt da. Das ist jetzt unser kleiner Companion da hinten. Das ist ja auch ganz nett eigentlich. Das ist jetzt... Wir haben... Wie heißen die? Mac. Kennt ihr Phantasy Store Online? Vielleicht eine skurrile Referenz. Jetzt werden die wenigsten von euch zufällig kennen. Aber da kann man so einen Mac ausrüsten, so heißen die. Das sind so kleine Pets, die über der Schulter schweben. Und die kann man dann irgendwie füttern. Und je nachdem, wie man die füttert, entwickeln die sich anders. War ein cooles Spiel. Auf der Dreamcast damals. Echt cooles Spiel. Mochte ich schon. Ja, jetzt schlüpft das endlich. Und jetzt sind wir wieder vergiftet. Nee, zum Glück nicht.
Claire, it looks like there's an Australian observation base about... Great news, and take a look at that. It's a digging vehicle. If we break the wall with it, we might have a chance. Okay, let's do it! Irgendwie ist gerade seine Textzeile zu spät gestartet, ne? Und dann hat Claire ihn einfach unhöflicherweise unterbrochen. Hey, ich habe einen Plan, wir könnten... Guter Plan! Dann nutzen wir das Digging-Fahrzeug hier. Jetzt bräuchte man halt Ashley. Die könnte das garantiert steuern. Die wüsste, wie das geht. Die kennt sich aus irgendeinem Grund mit schweren Baumaschinen aus. Sowohl im Original als auch im Remake. Ich wär sehr enttäuscht, wenn es keine Motten in einem Remake geben würde, in einem potenziellen. Aber vielleicht ein bisschen weniger nervig, bitte. Das wäre lieb. Ein bisschen weniger nervig. Es würde ja schon reichen, wenn die nicht respawnen. Die dürften ja ruhig ein bisschen öfter vorkommen, aber dafür halt, ne? Nicht immer wieder. Don't say that. Doch, sag's ruhig, alles ist deine Schuld, Steve. Du bist komplett nutzlos. Seit wir ihn getroffen haben, macht er nur Blödsinn. Okay. Steve, don't forget, we'll get out of here together. Together. Vielleicht ist das so ein bisschen die Rebellion von Ashley, ne? So als wohlhabende Präsidententochter ist das so ihre Art der Rebellion, dass sie halt in ihrer Freizeit irgendwie einen Job als Bauarbeiterin angenommen hat oder so in ihrer Jugend. Und dann hat ihre Familie gesagt, nein, das geziemt sich nicht wie zur Hölle heißt Ashley mit Nachnamen? Graham! Und dann hat sie es umso mehr natürlich gemacht. Da-da-da-da-da! Endlich haben wir die beschissene Kurbel. Oh, um Gottes Willen. Ich verabscheue diese Kurbel. Zutiefst. Ach ja, Kurbel haben schon auch so eine gewisse Resident Evil Tradition, ne? Muss man schon auch sagen. Hallo, Teilzeitgott. Und nun muss ich gegenüber rein, ja. Müssen wir erstmal die Kurbel zuschneiden. Und dann kommt wahrscheinlich der Zombie raus und gibt uns den Aktenkoffer. Weiß eigentlich Claire, wie man das Ding bedient so genau, oder schneidet das immer einfach sechseckige oder achteckige Form zufällig? Naja, gut. Okay. Komm, brichst du jetzt echt nicht aus? Ich bin enttäuscht. Wie bringe ich denn dich da raus jetzt? Komme ich hier nochmal vorbei? Hätte ich jetzt schon gedacht. Na okay, dann halt wohl nicht. Moment mal, oder gibt's da, habe ich, nee, ich habe da auch keinen Schlüssel mehr oder sowas. Na, vielleicht kommt das noch, vielleicht später. Moment mal, aber es ist nicht der Schlüssel, nee, oder? Es ist nicht der Schlüssel, den ich da schon zufällig mitgenommen habe mal. Oder? Nee, okay. Hi Sascha übrigens, habe ich ganz überlesen. Hallo. Okay, dann können wir jetzt mit der Kurbel. Das ist eine CNC-Fräse, da sind Formen einprogrammiert. Ah, die bekannte Command & Conquer-Fräse. Ich verstehe. Okay, genau. Ab geht's.
die kann das Not und das CGI. Wie, nee, hießen die Guten wirklich CGI in Alarmstufe Rot? Ich weiß es nicht mehr. CGI, nee, kann nicht sein. Naja, aber die Symbole von denen kann die Fräse machen und Achtecke. Oh. Wo kommt ihr denn plötzlich her? Oh, ungünstig. Das wird's nicht ins Bein gebissen worden. Aber finde ich gut, ich beschwere mich ja gar nicht. Wundert mich nur. Komm, ballern wir die Munition raus. Was ist, ist das ein Schaffner gewesen? Gibt's hier einen Zug? Gibt's nicht so einen Film über so einen Antarktik-Express oder so? Das ist wahrscheinlich, das war der Schaffner. Naja. Oh nein, tatsächlich, die Waffe ist leer. Das war unser letzter Schuss. Ah, okay. Dann würde ich jetzt fast gern die Armbrust noch schnell holen, ne? Als Zweitwaffe so, als Standardwaffe. Aber jetzt kurbeln wir erst. Ja, komm. Erst, jetzt bin ich schon hier. Jetzt gehen wir nicht zurück. Jetzt nehmen wir die Kalaschnikow, auch wenn es Verschwendung vielleicht ist. Rausballern. Gasmaske an, los geht's. TNC steht für Computer... Computers... Was? Computerized Numeric Control. Gut. Ich dachte, steht für Command & Conquer. Dann habe ich die Spielreihe immer falsch bezeichnet. Hey, Mr. Nonconform, vielen Dank. Vielen Dank für die Bits. Das ist sehr, sehr großzügig von dir. Dankeschön. Und an dich auch ein bisschen Neujahrsliebe. Und an alle natürlich. Was ist eigentlich mit dem Feuerlöscher geworden? Den habe ich grundsätzlich noch hier. Ich weiß nur nicht, wie ich den auffüllen soll. Okay. Das ist ja irgendwie so ein englisches Ding, ich hab's auch nie verstanden, aber als Abkürzung für UND wird oft ein N benutzt. Ist ja auch bei Dungeons and Dragons so, dass das D&D ist. Genau, aber ich glaube auch, so wie du es gerade schreibst, McClyde, C und C ist, glaube ich, tatsächlich die eigentlich üblichere Schreibweise. War doch nur ein blöder Joke. Oh. Nosferatu. Jetzt, weil wir seinen, Achtung, Spoiler-Alarm, Sohn umgebracht haben, ist sein Herz zum Leben erwacht. Aus irgendeinem Grund. Genau, die braucht man auf jeden Fall, um an die Magnum zu kommen. Aber ich weiß wirklich nicht, ob ich die... Ich hoffe, ich habe es nicht übersehen, wo man die auffüllt. Ansonsten haben wir halt keine Magnum. Wer braucht schon Magnumsen? Wir haben ja jetzt ein Scharfschützengewehr. Es gibt schon sehr viele Waffen in Code Veronica, ne? What are you doing? Let's go! Are you ready? I'm gonna bust through that wall! Go for it. Ich habe das Gefühl, ich hätte vorher speichern sollen. Habe ich noch mal eine Möglichkeit zu speichern? Welches Resi war der bessere Flop? Das oder Zero? Meinst du jetzt besser im Sinne von das Spiel, das eigentlich mehr verdient hätte, oder der größere Flop?
Was der größere Flop war, kann ich dir gar nicht sagen, aber definitiv ist Code Veronica unverdienterweise ein Flop, während Zero halt echt nicht der beste Resident Evil Teil ist. Immer noch ein gutes Survival-Horror-Spiel, aber halt wirklich nicht das beste klassische Resident Evil. Come on, let's go. Ich habe gerade eine tolle Idee. Wird vor allem das Knuddel freuen. Aber als Bonus für zukünftige Bonusziele spielen wir einfach mal einen ganzen Abend Fortnite mit Resident Evil Charaktere, die es ja alle, also alle möglichen als Skin gibt für das Spiel. Das wäre doch was, oder? Wohin denn? Darunter oder was? Okay, let's go. Come on, let's go. Uh-oh. It's me, Nosferatu. Wenn jemand Let's Go sagt, muss ich einfach an Mario denken. Die meisten Waffen gibt es hier im 4. Ja gut, na klar, aber für so ein klassisches Resident Evil gibt es hier schon sehr viel. Ich kündige. Aber es wäre doch lustig, mit Chris Redfield machen wir dann so einen Zombie-Survival-Modus aus Fortnite. Oh oh, jetzt ist Claire aber sauer. Habt ihr gesehen, wie sie die Augen zusammenkneift? Oh Gott, wie funktioniert denn hier bitte die Steuerung? Okay, ich weiß aber nicht, wie ich zoome. Man kann doch bestimmt zoomen. Keine Ahnung, Leute. Ja, wir laufen ein bisschen weg. Oh, habe ich schon die ganze Sniper-Munition verbraucht. Das ist ja günstig. Ah, dass der vergiftet, habe ich befürchtet, ne? Ich hätte echt so gern gespeichert vor dem Kampf, ohne Witz. So gern hätte ich speichern noch vorher sollen. Hallo, Angel Principessa. Ich hab dich doch heute schon mal gelesen, oder? Naja. Der Tentakelmann. Gab's nicht mal irgendein Prügelspiel, wo sie die Resident Evil-Leute reingepackt haben? Bei Capcom vs. Street Fighter. Street Fighter vs. Capcom. Oder auch Tekken vs. Capcom. Na, da haben sie öfter Resident Evil Charaktere in diesen ganzen vs. Capcom. Neben Mega Man und Co. gibt es da eben auch oft Chris Redfield. Ich glaube einmal auch den Nemesis. Und vielleicht auch andere, das weiß ich gerade gar nicht. Aber Nemesis und Chris Redfield sind definitiv auch Prügelspielcharaktere. Ja, das stimmt. Nosferatu war ja der Burgbesitzer in Rumänien. Meinst du jetzt die realweltliche Referenz, dieser Graf Dracul oder wie der hieß? Beim Spiel ist das hier natürlich der Alexander Ashford. Hab früher mal gedacht, dass mit Nosferatu ein Vampir gemeint ist. Ist ja auch die Quelle, ist ja auch der Ursprung des Namens.
Und ich habe übrigens keine Ahnung, ob das hier sinnvoll ist, was ich mache. Ich weiß nicht mehr, wie der Kampf funktioniert. Aber was habe ich denn für eine andere Wahl? Okay, Kalaschnikow auch leer. Scharfschützengewehr leer. Vergiftet. Soll ich mal versuchen, einfach zu gehen? Nee. Okay, Nosferatu. Jetzt geht's in den Nahkampf. Sag bloß, wir haben ihn. Meine Güte, hat der viel gefressen an Munition. Da spielen wir gegeneinander und wenn du gewinnst, spielen wir Fortnite im Stream. Und ich spiele dann auch mit. Und wenn du verlierst, kein Fortnite. Ich habe keine Sorge, das Knüttel. Ich habe nicht wirklich vor, Fortnite zu spielen im Stream. Es war nur ein Scherz. Mortal Kombat vs. Capcom. Ich glaube, das gibt's nicht. Aber es gibt DC vs. Mortal Kombat, oder wie das heißt. I'm sorry. I failed you. Wo dann irgendwie Superman und Joker gegen Sub-Zero kämpfen oder sowas. Na, sowas gibt's, ja. Ich glaube schon. I swear I'll protect you next time, Claire. We did it! We're finally out! Look! There's a snowmobile over there! We'll be able to ride right over to the Australian base with this. Yeah, let's go! Nee, ich spiele zwar wirklich ab und zu Fortnite, aber ich habe nicht mal einen Resident Evil Skin, weil ich kaufe mir quasi den Battle Pass ab und zu, wenn da interessante Skins für mich drin sind, mit der kostenlosen Währung, die man so erspielen kann sich. Aber ich würde nie im Leben echtes Geld für Skins ausgeben im Shop. Das finde ich komplett beklappt. Beklappert. Also auch voll unverhältnismäßig teuer. Ich meine, natürlich ist es voll cool, wenn man mit seinen Lieblingsfiguren da spielen kann. Aber halt nicht für einen Zehner oder so, damit ich irgendwie Chris Redfield sein kann. Ist mir zumindest persönlich viel zu teuer. Aber was im Battle Pass ist, nehme ich gerne mit. Und da habe ich auch schon ein paar coole bekommen, ne? Darth Vader und Spider-Gwen und viele andere, die ich regelmäßig spiele. Den Doom Guy und jetzt eben bald noch Solid Snake. Das ist schon cool. Ja, ich hoffe, die Heizung im Schneemobil funktioniert, ne? Die sind nicht sehr adäquat angezogen dafür.
bei Chuck Norris, was gerade im Chat geschrieben wurde, muss ich dran denken, ich habe vor kurzem so ein Video über so Massenhysterien gesehen, wo einfach so aus unerfindlichen Gründen so Panik ausgebrochen ist. Und unter anderem gab es da so eine, es gab ja mal in den USA so eine Zeit, wo alle voll Angst vor Satanismus hatten. Ich erzähle es gleich weiter nach der Cutscene. Hi, André übrigens. Na gut, dann erzähle ich es, während er klettert. Und während dieser Zeit, wo alle Panik vor Satanismus hatten, hat eine psychisch kranke Frau behauptet, dass ein Pfleger in einem Kindergarten ihr Kind sexuell missbraucht und misshandelt hat. Und die hat gleichzeitig erzählt, dass er fliegen und Feuer spucken kann. Aber das, ne, man hat halt irgendwie nur den Part mit der Misshandlung ernst genommen. Und daraus wird dann eine Massenpanik. Und alle Eltern haben plötzlich gesagt, dass alle Kinder in diesem Kindergarten irgendwie misshandelt wurden. Und dann haben die Kinder Aussagen gemacht, die irgendwie komplett absurd waren. Und die haben davon geredet, dass die irgendwie in die Hölle gekommen sind und da von Satan gefoltert wurden und lauter so Sachen. Und der Fall ist vor Gericht gegangen, wurde 30 Jahre lang, glaube ich, also ewig lange verhandelt. Nee, 30 Jahre ist ein bisschen unrealistisch lang, ne? Kann nicht sein, aber sehr lange verhandelt. Am Schluss wurden alle freigesprochen und es war alles nur eine Massenpanik, die da ausgebrochen ist. Aber unter anderem hat ein Kind erzählt, da musste ich gerade dran denken, weil das fand ich besonders lustig, dass Chuck Norris, dass das Kind von Chuck Norris in die Hölle entführt wurde. Wurde alles irgendwie ernst genommen, oder ich weiß es nicht. Es ist weird. Es ist irgendwie wahrscheinlich für die betroffenen Kinder kein lustiger Fall. Die wurden wahrscheinlich ohne Grund traumatisiert. Aber irgendwie schon lustig, weil es so absurd ist und weil so eine Massenpanik ausgebrochen ist, weil eine Frau gesagt hat, dass ein fliegender, feuerspeiender Kinderpfleger ihrem Kind was antut. Also es ist halt total over the top. Ist aber eine true story. A girl? Have you seen anyone named Claire Redfield? Did you just say Claire? You know who she is, don't you? Don't worry about her. Meinst du, der hat immer noch seine Resident Evil 1 Klamotten an, hat sich nie umgezogen? Not long ago. While I can't say for certain, she was probably on one of them. I see. I guess my sister owes you. Thanks for helping. Everyone's gone. I may be the only other person left. Go on. Follow your sister and get off this island. Ja, der Fall, weil er eben so bizarr und so seltsam ist, wurde ja sehr stark aufgearbeitet. Der war aus den 60ern, 70ern oder so. Und am weiten akzeptierte Theorie ist, dass im Grunde die Psychologen den Kindern eingeredet haben, was dem passiert ist, und die Kinder haben es halt mit, wie halt Kinder so sind, ihrer Fantasie ausgeschmückt. Und deswegen sind halt so Sachen draus geworden, wie dass Chuck Norris sie in die Hölle entführt hat und sowas. Aber diese ganzen Satanismus- und Missbrauchsgeschichten wurden dem wahrscheinlich einfach von außen eingeredet. Und dann haben sich die Eltern immer mehr reingesteigert, die Psychologen immer mehr reingesteigert und die Kinder waren eigentlich die wahren Opfer von dem Ganzen. Ich muss ihn retten. Okidokili. Hätte ich das Heilkraut noch vorher in die Box gelegt, hätten wir das auch an Chris übergeben können. Aber wurscht. Jetzt speichern wir erstmal. Mit dem Wurm kann man dicke Fische angeln. Yep. Das
stimmt. Ich glaube eher, der würde sich dicke Fische angeln, wenn man versuchen würde, den als Köder zu benutzen. So. Machen wir eine Messersammlung, oder? Wir haben die Armbrust mit Sprengbolzen und die werde ich jetzt, glaube ich, auch benutzen. Und ich nehme noch ein zweites Heilspray mit. Okay. Nachdem jetzt Chris eine Viertelstunde lang gemütlich in seiner Kiste rumgekramt hat, gehen wir jetzt aber wirklich, um den aus dem Verdauungstrakt von diesem Wurm zu retten. Hi Christian. Ja, theoretisch könnte der wahrscheinlich. Ich meine, da ist er noch nicht ganz so trainiert, ne? Aber ich vermute, der könnte, wenn er wollte, den Wurm auch einfach totboxen. Das stimmt. Auch jetzt schon. Oh yeah! Sprengpfeile sind schon mächtig. Ich glaube, ich habe leider ein paar verschossen, ne? Ich hätte sparsamer sein sollen. Aber ich dachte mir, rein damit! Den ballern wir weg. Ist, glaube ich, übrigens optional, dass man den wirklich rettet, ne? Ist auch nicht von langer Dauer. Nicht mal sein prächtiger Mustache of Authority kann ihn da noch retten. Looks like I can meet my family again. Here. Take this. What? She gave this to me as a token of thanks for saving her. I won't need it anymore. Take it. Ja, weißt du, dadurch, dass fast alle Locations, die irgendwie, die Chris aufsucht, irgendwie mit Trevor zu tun haben oder von der Trevor-Familie entworfen wurden oder von Architekten, sind die Türen vielleicht einfach super verstärkt und ganz kompliziert zu öffnen oder was weiß ich was. So, wir haben ein Feuerzeug bekommen, was irgendwie cool ist. Was passiert denn? Nee, geht gar nicht. Er muss das Feuerzeug kriegen. Das ist nicht optional. Okay, alles klar. Ach so, nee. Das wollte ich überhaupt nicht. Knöpfe benutzen. Submachine Guns. Yay. Okay, dann packe ich jetzt die Armbrust auch schon wieder weg, ehrlich gesagt. Und mit Pistole und Submachine Guns kämpfen wir uns jetzt erstmal durch. Ah, wobei jetzt bei Chris kommen so viele Hunter, ne, zum ersten Mal. Ach, shit. Naja, wird schon gehen, auch ohne Sprengpfeile und Sprengwaffe fürs Erste. Er atmet nicht mehr. Ich habe hier noch ein bisschen Kraut gesehen. Das packen wir mal noch ein. Hätte Marvin zwei Claire am Anfang nicht aus der Zelle entlassen, wäre das Spiel jetzt schon vorbei. Und die beiden würden einfach nach Hause gehen. Da hast du wahrscheinlich recht. Ja, ich meine, sie wäre in ihrer Zelle auch ziemlich sicher gewesen. Ne? Wahrscheinlich wäre sie nicht gefressen worden. Jetzt würde Chris kommen und sie irgendwie aus der Zelle retten und dann könnten die abhauen. Und eventuell würde Marvin sogar überleben. Wobei, ich meine, er wäre nicht von dem Wurm gefressen worden, aber er hätte auch keine blutstillenden Mittel bekommen. Ne? Insofern, weiß man nicht. Weiß man nicht, ob er überlebt hätte.
Aber im besten Fall hätte er sie einfach nicht rausgelassen, hätten jetzt vielleicht alle drei fröhlich fliehen können miteinander. Aber andererseits hätte dann niemand Alexia aufhalten können und die hätte vielleicht irgendwie die Welt erobert oder so. Das muss man fairerweise schon auch sagen. Eben, ne, die giftigen Hunter kommen jetzt dann, die sind ja echt besonders schön. Ich meine, wenn jemand Erfahrung mit Hunter hat, dann Chris, aber und Jill natürlich auch. Das stimmt wirklich. Ah, das stimmt wirklich, ne? Es ist fast schade, dass in Resident Evil 5 die Licker vorkommen, was ich grundsätzlich natürlich voll cool und nostalgisch und so finde. Aber schöner wäre es fast, wenn Hunter vorkommen würden. Weil dann hätte Chris quasi in jedem seiner Hauptteile eine Hunter-Begegnung. Das wäre schon fast schön. Zombies. Ich finde es immer fast ein bisschen verwirrend, dass Chris schon eine komplett aufgedeckte Karte hat. Weil erstens macht das gar keinen Sinn, weil warum hat Chris eine voll aufgedeckte Karte? Und zweitens weiß ich immer nicht, wo ich schon war und wo noch nicht. Es ist verwirrend. Also mit Chris. Könnt ihr jetzt bitte alle mal liegen bleiben? Um Himmels Willen. Okay. Jetzt lasst mich mal schnell auf die Karte gucken. Wir haben jetzt gerade eh nur eine Möglichkeit tatsächlich. Dann gehen wir da mal raus. In den Hof, wo der Panzer verschoben wurde. Wo deswegen Munition liegt. Drück den Knopf, Chris. Können wir den Knopf? Doch, habe ich mir schon gedacht. Hätte mich jetzt sehr gewundert. Heb doch jetzt die Munition auf, um Himmels Willen. Dankeschön. So, dann fahren wir mal in die geheime Basis, wo wir wahrscheinlich zufällig ein Hillebaden-Ding finden werden oder so. Das ist eigentlich nicht machbar mit einem Panzer. Naja, wer weiß, ob das überhaupt ein echter Panzer ist. Der wurde vielleicht extra genau nur für diesen Zweck gebaut. Dass Chris so viel blaues Kraut findet, ne, das alleine ist schon so beunruhigend. Die magischen Resident Evil Kisten werden auch nie erklärt. Da könnte man mal auch mal ein Lore-Video dazu machen, ne? Es ist schon erstaunlich, dass die sogar von der Antarktis hier auf die Insel Items transferieren können, einfach diese Kisten. Man hätte es ja in Resident Evil 1 oder so vielleicht noch mit irgendeinem Saugröhrensystem oder sowas, von das Trevor installiert hat, erklären können. Aber hier jetzt wird schon sehr magisch, muss man sagen. Schon sehr übernatürlich, das Ganze. Naja. Räumen wir mal den Raum ein bisschen auf.
Ich hätte echt gern mehr Waffen für Chris in der Kiste gelassen, aber wir brauchten die tatsächlich alle auch für den Endkampf. Es ist nicht so, dass ich Claire jetzt irgendwie viel zu krass ausgerüstet hätte, leider. Das ist offensichtlich ein Rätsel, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo die Lösung finden. Kann man das dann nehmen? Ah, das ist noch Schrotflintenmunition. Die hätte ich jetzt gerade fast voll übersehen. Okay. Lava verbrennt den Wald und fließt in die See, um Erde zu formen. Lava verbrennt den Wald und fließt in die See, um Erde zu formen. So entsteht übrigens keine Erde, aber gut. Ein Luger-Replika. Das ist, kommt hier noch rein, dies, das, Ananas, speichern wir. Können wir die Zettel noch lesen hier? Nee, na dann. Ink Ribbon und let's go. So. Umbrella hat so viel Zeug erfunden, ohne Ende Viren und Monster. Das Klonen, warum denn auch keine Teleportationskiste, damit sie ihr Zeug von Labor zu Labor portieren können. Das ist halt so gar nicht Umbrellas Fachgebiet sowas, ne? Das würde ich eher der bösen Firma aus Dino Crisis zutrauen, dass die so ein Teleportationskisten-Device bauen. Vielleicht, ne? Ich habe ja eh die Theorie, dass das im gleichen Universum spielt und dass Umbrella mit der Firma zusammenarbeitet. In irgendeinem Dino Crisis-Teil, wenn es nicht jeder erste ist, sieht man so als Easter Egg, stehen irgendwo Umbrella-Kisten rum. Insofern arbeiten die Firmen offensichtlich zusammen. Und ich schätze mal, die Teleportationskisten, die Umbrella so gerne benutzt, sind eigentlich gemacht von der bösen Dinosaurierfirma oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Hallo Kuchenesser, was geht? Moment mal, liegt da tatsächlich ohne Witz einfach so eine Batterie für den Aufzug da oben? Tatsächlich. Oh Gott. Die halten schon sehr viel aus. Ich habe mir gedacht, die kann ich bestimmt mit der Pistole wegballern. Aber meine Güte. Die sind echt ein bisschen sehr zäh, ne? Krass. Habe ich voll unterschätzt, wie viel die einstecken. Komm, da gehe ich nochmal schnell in den Speicherraum und pfeife mir ein grünes Kraut rein. Da brauchen wir jetzt kein Heilspray deswegen. Ist nur ein Kratzer. Wofür ist die Replika nochmal? Das weiß ich gerade auch nicht mehr. Das werden wir rausfinden. Hauptsache, wir haben es gemacht. Aber das finde ich, dass da, also, das finde ich ehrlich gesagt fast ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen, so vom Rätseldesign her, dass die Batterie einfach vor der Tür liegt. Weil, als ich hier auf die Karte geguckt habe, habe ich mir gedacht, naja, die Tür ist rot, da müssen wir gar nicht hingehen, da gehen wir gleich wieder zurück. Na, und dann findet man die Batterie nicht. Es gibt auch keinen Hinweis irgendwie drauf. Oder sieht man in der Cutscene irgendwie, dass der Ashford, wenn er wegläuft, da unten eine Batterie fallen lässt? Ich glaube nicht, oder? Insofern, keine Ahnung. Hey, der wurde nur ungefähr 5-mal von gigantischen Spinnen direkt in den Torso gebissen. Also, come on, so ein Chris Redfield tut das doch nichts. Die sind mega eklig, ja.
Ich finde auch, Code Veronica hat die widerlichsten Spinnen überhaupt. Wir haben vorher deswegen wegen den Spinnen schon sehr viel über Spinnenphobie und Umgang mit Spinnen und so weiter geredet. You don't need this right now. Wir needen das offensichtlich hier right now. Lüg mich nicht an, Spiel. Tja, sag ich doch. Vogelspinnen sind cool, aber gut sind ja keine BOWs. Ja, die Spinnen aus dem ersten und zweiten Teil sind höchstwahrscheinlich, ne? Vogelspinnen von der Basis her. Aber in Real Life sind die natürlich keine Biowaffen, falls du das meinst. Report fortschrittlicher Anti-Verfall-Legierung. Auch wenn wir versucht haben, die Anti-Verfall-Regierung, die wir Deploid nennen, zu erschaffen, um eine Kapsel für unsere neuen BOWs herzustellen, mussten wir die Pläne abbrechen. Das ist vor allem der Fall wegen der exzellenten Resistenz gegen alle Art von Flüssigkeiten. Einschließlich starker Säure. Die Legierung schmilzt sehr leicht durch eine Mixtur aus zwei Chemikalien, Clement Alpha und Clement Gamma. Wegen der tödlichen Natur der Biowaffen können wir nicht vorsichtig genug sein bei der Auswahl der Materialien für die Kapseln, in denen sie gelagert werden. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, to use... Was ist denn deployed? Ach so, so heißt diese Legierung, oder? Genau, okay. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Regierung zu benutzen, um Teile der Adlerplakette herzustellen, die in Indigo-Blau erstrahlt. Clement Informationen. Der Alpha-Typ wird benutzt, um Waffen zu reinigen oder so weiter. Und besitzt keine seltsamen Eigenschaften. Aber der Gamma-Typ wird die Farbe ins Blaue verändern. Bei einer gewissen Temperatur. Es ist ein seltsamer Zufall, dass die Temperatur genau die ist. The same as the date? Ach so, als das Datum der Fertigstellung dieser Einrichtung hier. Ach, das ist ja wirklich ein toller Zufall. Auf Basis unserer Analyse des Gamma-Typs glauben wir, dass Clement mehrere Eigenschaften besitzt. Neue Informationen, die wir lernen, werden wir in weiteren Daten updaten. Und so weiter. Ja, gut. Na dann. Heuschrecken machen dir Angst statt Spinnen. Ich habe als Kind immer Heuschrecken gefangen und in so einem Marmeladenglas mit ein bisschen Gras getan und die als Haustiere gehalten, wo sie natürlich jämmerlich gestorben sind. Aber ich wusste es damals halt nicht besser. Hat schon jemand einen Song gemacht mit den Soundpiepsern aus dem Inventarmanagement? Es würde mich wundern, wenn nicht, aber ich wüsste es nicht. Also ich habe keins gemacht.
Alexia? No. She's already fully awake. Ich hab mich besudelt. Chris, oh little fishy, come see my hook. Chris, I'm sending some company to keep you entertained. Nein, tu's nicht, Wesker. Ich brauch keine Company. Ich bin ganz happy. Na, Tango ist jetzt ein Bird-Rider. La Tango, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub im zweiten Monat. Das ist super nett von dir. Dankeschön. Ah, jetzt geht's ab hier, Chris. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir Wesker sauer gemacht. Dankeschön. War das wirklich nötig, Chris? Wurde... Wäre der vollständige Name von Chris tatsächlich Christopher. Aber er wird nur in diesem Werbespot, in diesem Live-Action-Werbespot Christopher genannt. Und es ist fraglich, ob der tatsächlich Kanon ist. Aber eventuell schon. Man weiß nicht, wie Chris jetzt wirklich heißt. Heißt er einfach nur Chris? Kann man einfach nur Chris heißen? Ich schätze schon. Vielleicht heißt er aber tatsächlich Christopher. Was ich irgendwie komisch finde... Heißt nicht auch der Junge aus Winnie Pooh Christopher? Gibt es da eine Verbindung? Ist Winnie Pooh Chris Redfields Kindheit? Ich glaube schon persönlich, aber ja, wer weiß. Oh Gott. Winnie der Pooh-Bär, wir lieben dich sehr. Es ist doch, das gibt es, das Lied, oder? Keine Ahnung. Winnie the Pooh. Da. Ich dachte erst, ich hätte es irgendwie verwechselt, aber ich glaube, das Lied existiert genauso tatsächlich, ne? Aber ich weiß überhaupt nicht, woher. Ist das eine neuere Winnie-Pooh-Serie? Ich habe das Lied im Kopf, aber ich kann es überhaupt nicht zuordnen. Chris, das ist voll der Overkill. Hör auf, Zombies mit deinen Maschinengewehren zu töten. Und ich weiß, es sind keine Maschinengewehre, aber ich kenne mich mit Waffen nicht aus und das, was ich drüber weiß, reicht mir. Alles, was irgendwie schneller schießt wie das, ist ein Maschinengewehr für mich. Es gibt Pistolen und Maschinengewehre. Es gibt auch nicht Maschinengewehre, nur Gewehre. Aber das ist dann so Sniper-mäßig. Das sind meine Kategorien von Waffen. Pistolen, Gewehre, Maschinengewehre. Und mehr gibt's nicht. Alles andere sind unnötige Subkategorien in my book. Wenn es nach mir geht. Okay. Chris? Da können wir gar nicht mehr reingehen. Okay. Dann gehen wir da runter. Maschinenpistolen. Okay. Chris, ich glaube, da geht's nicht weiter. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Aber ich habe investigiert, dass wir hier gar nicht weiterkommen. Naja, schade. Yay! Mr.-Robot 87 ist jetzt ein Bird Rider. Mr. Robot, vielen, vielen Dank für dein Prime-Abo im 60. Monat. Was? Das ist so viel, dass ich es nicht in Jahre umrechnen kann. Aber es ist viel. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Freut mich, dass du schon so lange dabei bist. 60 Monate, das sind ja garantiert irgendwie, das ist schon immer, oder? Das ist schon immer. Seit ich hier sitze und streame, so ziemlich, glaube ich. Crazy, dankeschön. Das ist wirklich super nett von dir. 5 Jahre, ja. Ich glaube, hier kommen wir auch nicht weiter. Chris, hier sind nur Sackgassen. Seit du den Twitch-Kanal hast, ja, krass. Danke dafür.
Das ist wirklich ziemlich cool. Die Legende, Mr. Robot. Im Deutschen wäre das eher Christian Rothfeld, würde eigentlich heißen. Hi, viel zu alt für, wo wir gerade bei Legenden sind, die schon ewig dabei sind. Der Christian Rothfeld. Was ist denn das deutsche Äquivalent von Claire? Gibt's das? Wüsste ich gar nicht gerade. Wie Claire im Deutschen heißen würde. Ich habe sowas wie Charlotte im Kopf vielleicht. So Charlotte Rothfeld. Ne, Leon würde ganz normal heißen, weil Kennedy kann man nicht wirklich übersetzen und das wäre halt dann der Leon. Clara, ja, danke, das ist sehr gut, Knuddel. Clara nehmen wir, das ist sehr richtig. Richtig und wichtig. Ach, guck mal, genau, hier haben wir eine Information, die wir nachher brauchen, glaube ich, oder? Nee, hier steht, warte mal, da ist dann daneben noch eine Tafel. Training Facility completed am 8. Dezember. Ich finde es interessant, dass keine Jahreszahl dabei steht. Was für eine weirde Tafel ist denn das eigentlich? Aber gut, okay. Wartet mal, ich notiere es auf meinen Umbrella-Notizzettel. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, ist es wirklich, ich habe wirklich einen Umbrella-Notizblock und einen passenden Umbrella-Stift von meinem Co-Podcaster Michael. Der 8.12., aber wahrscheinlich muss ich irgendwie eine 12,8 oder sowas machen, weil es amerikanisch ist oder so. Gucken wir mal. Im Deutschen gibt es auch Christoph und Christopher. Ja, das stimmt. Ups, falscher Controller. Könnte auch sein. Hallo, willkommen zurück. Vielleicht ist das einfach sein Geburtstag. Ja, aber weißt du, bei einer Plakette, die Fertigstellung einer Einrichtung irgendwie, ne, so, benennt, ist es schon sehr ungewöhnlich, finde ich, dass man da nicht die Jahreszahl draufschreibt, sondern nur ein Datum. Nur am 8. Dezember. Dieses Gebäude wurde am 8. Dezember fertiggestellt. Danke für die Info, toll. Damit kann ich sehr viel anfangen. Ich speichere mal schnell. Wir müssen wirklich nicht sparen mit Speicherband. Hey, danke schön für die 100 Bits. Vielen Dank. Freut mich sehr. Ach so, nee, schade. Ich dachte gerade, die 100 Bits hätten den Hype Train abgedatet, weil es fast gleichzeitig kam, aber der ist leider entgleist. Fahren wir in den Keller noch. Auch, aber leider ist mein Inventar so voll. Ich bräuchte eigentlich mal eine Kiste. Das Gebäude wird jedes Jahr, genau, jedes Jahr am 8. Dezember wird das Gebäude wieder fertiggestellt. Und die feiern. Das ist gut. Ja, und in welchem Jahr wurde es fertiggestellt? Jedes Jahr! Pack die Partyhüte aus! Die Theorie gefällt mir. Die nehmen wir. Halt, stopp. Schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Ich will noch mal in den Speicherraum und dafür... Ich weiß nicht mehr, wie wir da hinkommen. Oh, das ist viel zu kompliziert. Dann fahren wir jetzt einfach in den Keller und hoffen, dass ich alles mitnehmen kann, was wir da finden.
Das ist mir wurscht. Auf S-Rang spekuliere ich gar nicht. Das hat mir aber bei den alten Resident Evils noch nie Spaß gemacht oder mir irgendwas gegeben, dass ich versuche, besonders effektiv zu spielen oder sowas. So, ne? Aber hier liegt so viel Zeug, dass ich nicht mitnehmen kann. Ich brauche jetzt echt eine Kiste unbedingt. Gucken wir mal, ob das Spiel nett ist. Ich weiß es nicht mehr. Juliane, ist das die deutsche Version von Chill? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber Chill ist schwierig, das weiß ich wirklich nicht. Das google ich jetzt mal kurz, das würde mich gerade interessieren, ob es ein deutsches Äquivalent zu Chill gibt. Chill, Deutsch, keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwie Sinn macht. Fähe, was? Was? Wenn ich was heißt Chill auf Deutsch übersetzt eingebe, dann kommt als beste Antwort auf Google Fähe, unsterilisiertes Weibchen beim Frettchen. Okay. Das heißt quasi Chill würde im Deutschen unsterilisiertes weibliches Frettchen heißen. Finde ich gut. Ist ein guter Name. Ist ein schöner Name auch. Und sterilisiertes weibliches Frettchen Valentin. Cool. Das ist mal ein guter Name für eine Hauptfigur. Finde ich sehr gut. Christoph Rothfeld und unsterilisiertes weibliches Frettchen Valentine in Resident Evil. Ich glaube, das Spiel hätte sich in Deutschland so viel besser verkauft, wenn sie die deutschen Namen genommen hätten. Ich hab kein... Das ist... Naja, okay. Warum haben wir das gemacht, Chris? Damit wir... Oh, nein, das... Wir müssen unbedingt eine Kiste finden. Hier ist zu viel Loot. Und zu viel guter Loot. Frettchen sind süß. Ja, das auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Frettchen sind schon toll. Ich muss nochmal zurückgehen jetzt. Ich muss nochmal ganz zurückgehen. Ich brauche eine Kiste. Ich muss mein Inventar aufräumen und zwar ordentlich. Und dann kommen wir wieder hierher. Auch wenn es vielleicht ein weiter Weg jetzt wird. Aber das hilft jetzt nichts. Ich werde mich zweimal verlaufen. Mindestens. Stinken zwar wie Sau, aber sind süß. Es stinkt nicht alles, wenn man es nicht gewöhnt ist, meine ich, oder? Chill, Kurzform von Chillian, Juliane bzw. Gillian. Na gut. Ich finde unsterilisiertes weibliches Frettchen besser, muss ich sagen. Finde ich eine bessere Übersetzung. Ich meine, Hunde stinken ja auch ganz furchtbar. Also ich meine, das kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen drauf an. Aber ich glaube, wenn man das nicht gewöhnt ist, ne, wenn man als Nicht-Hundebesitzer in ein Hundebesitzerhaus kommt oder in ein Auto vor allem, in ein Hundebesitzer-Auto steigt, da stinkt Gott erbärmlich, wenn man es nicht gewöhnt ist. Aber für die Leute, die den Hund besitzen und jeden Tag riechen, ist es ganz normal. Ich bin mir sicher, für Besucher riecht bei uns immer nach Katzenklo. Und wir merken das gar nicht. Es gibt eine Abkürzung zum Safe Room, die habe ich aber nicht mehr erschließen können, leider.
Deswegen gehe ich den langen Weg. Nur wenn man nie die wäscht, die Hunde. Tun die meisten nicht. Nein, Hunde stinken gerade, wenn man sie wäscht. Meiner Erfahrung nach. Also unser alter Retriever hat während und nach dem Baden, das er gehasst hat, immer am allerschlimmsten gestunken. Ganz furchtbar. Da hat auch das Hundeshampoo nicht mehr geholfen. Stinkt wie nasser Hund, ganz genau. Katzen müffeln schon ganz schön. Ja, aber ich glaube nur, wenn man es nicht gewohnt ist. Ich finde sogar, dass Katzen total gut riechen. Ich finde die irgendwie total kuschelig. Ein kuscheliger Geruch. Aber das ist halt gelernt, ne? Das ist wie mit Katzenschnurren. Ich bin ja mit Katzen aufgewachsen und für mich ist Katzenschnurren das beruhigendste Geräusch auf der ganzen Welt. Es gibt nichts Schöneres. Und die Merlin, die ist nicht mit Katzen aufgewachsen. Die hat jetzt zum ersten Mal Katzen quasi. Und die ist da nicht so konditioniert. Für die ist Schnurren nicht so was Besonderes wie für mich. Was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ich dachte, das ist universell akzeptiert, aber nee, ist halt einfach gelernt. Dass Schnurren sowas Kuscheliges ist. Ha, was packen wir weg, was packen wir weg? Ich weiß nicht, ob ich den... Ach so, ja, warte mal, speichern wir mal kurz. Komm, scheiß drauf. Ich habe bei Claire irgendwie sehr wenig gespeichert und jetzt übertreibe ich es aber ganz schön mit Chris. Aber was soll's, wir haben's ja. Katzenschnurren beschleunigt die Heilung. Ja, das habe ich auch mitbekommen, dass es da tatsächlich Studien dazu gibt. Da gibt's auch, weil es ist ja auch so, dass Katzen nicht nur schnurren, wenn es ihnen gut geht, sondern auch, wenn sie Schmerzen haben, wenn es ihnen schlecht geht. Und da gibt's auch Theorien, dass die das deswegen machen, weil sie damit ihre eigenen Zellen zur Heilung anregen. Und das funktioniert aber tatsächlich auch laut Studien bei Menschen. Aber ich frage mich auch wieder, ob das nicht vielleicht ein psychologischer Effekt ist. Weil für mich ist es ganz klar, dass Katzenschnurren absolut magisch ist. Aber nimmt das auch eine Person, die keine so Beziehung zu Katzen hat, zu wahr, funktioniert es dann auch? Weiß ich nicht. Ich habe mir die Studie nicht genau angeguckt. Katzen sind flüssige Motoren. Sie passen überall rein. Und wenn man sie richtig berührt, dann schalten sie den Motor an. Zumindest sind Katzen definitiv eine Flüssigkeit. Da stimme ich dir zu. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Katzen sind kein Feststoff. Placebo-Effekt darf man nicht unterschätzen. Nee, absolut nicht. Placebo-Effekt kann super krass sein. Da gibt es wirklich beeindruckende Studien, laut denen der Placebo-Effekt ähnliche schmerzreduzierende Wirkungen haben kann wie Morphin tatsächlich. Unter gewissen Umständen. Placebo-Effekt ist sowieso was total Faszinierendes. Da habe ich mir zufällig vor kurzem erst eine Doku drüber angeguckt und den versteht man bis heute auch nicht so hundertprozentig. Man weiß nicht genau, wie Placebo-Effekt funktioniert und warum er so gut funktioniert. Aber man kann ihn halt benutzen und man weiß halt zum Beispiel, dass eine Spritze mit Salzwasserlösung viel besser funktioniert als irgendwelche Tabletten, die keinen Effekt haben, weil derjenige, der die Spritze kriegt, glaubt, dass es eine krassere Wirkung hat. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil es fühlt sich halt voll krass an, wenn man so eine Spritze kriegt. Dagegen irgendwie so ein paar Tabletten, schön und gut, aber ne, Spritze haut halt anders rein. Und wenn dann noch irgendwie Leute mit Kittel kommen und einem die Spritze geben, wirkt es noch mal besser. Es ist schon alles sehr witzig irgendwie. Und sehr interessant. Ja, ich finde Katzen auch mega beruhigend. Also ich finde, das ist immer das Allerschönste, wenn sich eine Katze dazu entscheidet, sich abends vorm Fernseher zu mir zu legen und dann schnurrt sie. Und dann tut mir zwar alles weh, weil ich mich eine Stunde lang nicht bewegen darf, damit ich die Katze nicht aufwecke natürlich, aber mein Gott, das ist der Preis, den man gerne zahlt. Die Psyche ist mächtig, das auf jeden Fall.
und rote Tabletten wirken besser als weiße. Ist das tatsächlich so oder ist das nur bei den Orks aus Warhammer so? Weil da fahren ja rot lackierte Autos schneller als nicht rot lackierte Autos, weil die Orks haben ja so Psi-Kräfte. Und wenn alle dran glauben, dann passiert so ungefähr, ne? Was ich sehr cool finde. Oh ja, Gott sei Dank. Ja, oh Gott. Ich dachte schon, jetzt kann ich die Chemikalien nicht mitnehmen, die wir später brauchen. Ah, Temperatur, Temperatur. Ich vermute mal 1,28. Weil die Amis alles falsch rumschreiben. Behält das jetzt die Temperatur, wenn ich es rausnehme? Ich weiß es nicht. Die Orks kommen auch aus Köln. Wenn du Warhammer 40k Dawn of War gespielt hast, da sprechen die mit einem kölschen Dialekt. Wirklich, das wusste ich nicht, das ist witzig. Ich finde die Warhammer 40k Lore eh auch super cool und super witzig. Ne? Wenn die nicht so komplex wäre und ich nicht ein bisschen Angst davor hätte, würde ich mich da vielleicht auch mal reinarbeiten und ein paar Videos dazu machen. Dir auch ein frohes neues Jahr, Andi, hallo. Jo, mach's gut, Abo, bis bald. Okay. Nehmen wir die Chemikalie Omega oder wie auch immer. So. Mach einfach. Ach so, Lore-Videos meinst du? Das ist immer ein bisschen schwierig, weißt du? Ich habe schon öfter versucht, mich so in komplexe Lore reinzuarbeiten, aber gerade so die ersten Lore-Videos, die ich zu irgendwas mache, werden einfach nicht gut. Und das ist immer so... Das ist so schwierig, da reinzukommen, weil am Anfang macht man einfach Fehler und durchblickt noch nicht alles und das ärgert mich irgendwie und das irgendwie macht mir das alles kaputt. Jetzt liegt hier noch ein wichtiger Questgegenstand, den ich echt nicht mehr mitnehmen kann. Es geht nicht. Ich kann nichts machen. Jetzt muss ich, glaube ich, echt nochmal zurücklaufen, weil wir brauchen den Türgriff unbedingt. Aber ich habe nichts im Inventar, was ich irgendwie... Rifle, das ist, glaube ich, auch nicht für die Submachine Gun. Also ich könnte... Nee, Quatsch. Okay. Ja, komm. Chris, gehen wir nochmal zurück. Das ist halt Resident Evil. Ist halt ein klassisches Survival-Horror-Spiel. Da gehört viel Backtracking und viel Laufen dazu. Was willst du machen? Let's go. Beschwer dich nicht lang, Chris. Deine Schrittzähl-App wird sich freuen. Das ist egal. Warhammer ist einfach gut und das wirst du schon schaukeln. Ja, aber ist es das auch wert, da sich überhaupt reinzuarbeiten? Ist ja auch die Frage. Oh, das kann ich machen. Ich habe tatsächlich für dieses Jahr geplant, dass ich ein paar neue YouTube-Kanäle mal anteste und mal gucke, wie die laufen. Mal schauen, ne? Da will ich jetzt gar nicht zu viel drüber reden, weil am Ende mache ich es doch wieder nicht und dann ist es doof. Aber ich habe die Pläne. Aber es ist halt schon aktuell so, dass ich mit Landsquid Bird Rider halt hauptsächlich mein Geld verdiene. Und da brauche ich halt die Klicks einfach. Das ist halt einfach so. Und die meisten Leute, die jetzt auf dem Kanal sind, interessieren sich eben für Fallout und oder Resident Evil. Das sind die Kernthemen. Ich mache schon auch mal Lore zu anderen Sachen, aber ich merke halt, das läuft nicht so gut. Und würde ich jetzt plötzlich ganz viel Warhammer machen, würde ich wahrscheinlich eher die aktuelle Community verschrecken, ne? Und das ist immer doof. Und gefährlich.
Und jetzt kommen die Hunter, die sind auch gefährlich. Da müsste man vielleicht mal gucken. Experimente könnte ich machen, aber na, es ist immer schwierig. Ich habe die falsche Taste gedrückt und die Hunter stehen quasi schon direkt vor mir. Ein bisschen lustig ist es schon auch gerade, wie die umfallen. Hab noch genug Munition. Oh yeah! Voll weggerambot. Gut gemacht, Chris. Können wir eigentlich die Kisten verschieben, Chris? Sind wir stark genug? Nee. Aber ja, Leute, ich hab, wie gesagt, wirklich Pläne. Kanaltechnisch. Eventuell haben wir da in Zukunft neue Möglichkeiten. Ne, es geht in dem Fall leider halt echt einfach nur um unromantische... nackte, kalte, monetäre Klicks. Das ist halt einfach in dem Fall die, ne, ist halt eine Realität. Und zumindest auf Anhieb würden Warhammer 40k Videos auf dem Kanal wahrscheinlich erstmal nicht so viele Klicks bringen. Und das ist eine Übergangszeit, die müsste ich mit was anderem überbrücken. Ich muss noch mal. Ich bin mir nicht sicher, wie wir die Schrotflinte behalten können. Alan Wake, ich habe überlegt, ob ich zu Alan Wake 2, ne, passend zum Release von Alan Wake 2 Videos mache. Das habe ich ein bisschen verpasst. Das war eine stressige Zeit, da hatte ich viel um die Ohren. Wollte ich tatsächlich machen. Das hätte, glaube ich, auch tatsächlich gut funktioniert. Zumindest ein paar Videos während der Release-Zeit vom zweiten, das hätte gut funktioniert. Ja. Das habe ich ein bisschen übersehen. Und jetzt gerade habe ich nicht mehr Pläne für Alan Wake, ehrlich gesagt. Aber das will ich schon auch machen. Ich möchte schon auch in andere Universen eintauchen. Ne, ich habe jetzt auch das Weihnachtsvideo und das Silvestervideo. Ich wusste ja, dass die nicht großartig geklickt werden und habe sie trotzdem gemacht, weil ich Bock drauf hatte und weil ich es witzig finde. Also es dürft das jetzt auch nicht falsch verstehen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich nur noch irgendwie auf Klicks und auf Geld schaue, aber ich muss halt davon irgendwie meine Miete bezahlen, ne? Darum geht's. Und solange die Resident Evil und die Fallout-Videos gut genug laufen und auch der Back-Catalog gut genug läuft, kann ich auch andere Sachen machen, auf die ich Bock habe, und das mache ich auch. Ich bin da jetzt nicht irgendwie super krass fokussiert auf Klicks, aber wenn ich jetzt bei Warhammer 40k, weil es so ein krasses und so ein großes Universum ist, rein will, müsste ich mich halt wirklich intensiv damit beschäftigen und wirklich viele Videos auch erstmal machen, damit ich selber reinkomme in das Thema. Und das könnte sich sogar negativ auf den Kanal erstmal auswirken. Und das ist bei so ganz komplexen und großen Themen immer ein bisschen schwierig, leider. Kann ich die irgendwie kaputt machen eigentlich, die Dinger? Irgendwie nicht, oder wie? Naja, rein mit uns in die gute Stube. Vor allem, weil Lore-Videos nicht einfach wie Let's Plays aufgenommen werden können. Da ist ja ein Haufen Vorbereitung dabei und du musst dich einlesen und Skripte machen. Ja, ja, klar, also das ist ein Riesenaufwand. Gerade wenn ich in ein neues Universum rein will. Bei Resident Evil und Fallout kenne ich mich gut genug aus, dass ich da auch mal mit weniger Vorbereitung Videos machen kann. Na, wenn ich da irgendwelche neuen Informationen aufbereite, dann habe ich genug Hintergrundwissen, dass ich damit schon arbeiten kann und das mir viel Arbeit erspart. Aber wenn ich wirklich bei Null anfangen muss, ist das auf jeden Fall was anderes. Ist auf jeden Fall sehr viel umfangreicher, komplizierter.
viel mehr Arbeit halt einfach im Vorfeld. Das auf jeden Fall. Nein! Chris speichert einfach alle 5 Minuten. Okay, jetzt passt mal kurz auf. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, um die Schrotflinte zu holen, was ich eigentlich schon gern machen würde, dann habe ich das Problem... Dann gehe ich hier hoch, dass die Tür versperrt ist. Und da ist aber ein Schlüsselloch. Aber ich habe den Schlüssel nicht für das Schlüsselloch beim Aufzug. Und den müsste ich wahrscheinlich haben. Ja, ja. Hallo, Steffi. Ich glaube, ich hole die Pumpgun einfach noch nicht jetzt, befürchte ich. Wir gehen erstmal noch woanders hin. So, passt alles eigentlich, oder? Wie komme ich eigentlich darüber? Ich weiß nicht. Puh. Wesker hat aber auch wirklich die schlechtesten Überwachungskamera-Roboter irgendwie gemacht, die es gibt, ne? Hi, Scorpion Dragon. Die können ja mal gar nichts. Wenn die sich einfach nur einen vernünftigen Platz irgendwo im Eck suchen würden, dass sie den ganzen Gang ausleuchten. Aber das ist wie die Laserfalle aus Resident Evil 4. Es macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Mach halt einfach eine massive Wand aus Laser oder was weiß ich was. Ist doch total bekloppt. Wesker ist ja auch eine Lusche. Auf jeden Fall hat das nicht so mit Technik anscheinend. Wie komme ich denn da drüben hoch? Gibt es da irgendwie was zum Hochklettern? Ich glaube, ich meine nicht, oder? Muss ich von der anderen Seite irgendwie hin? Ich hab voll keine Ahnung. Hunter zu Deutsch Jäger, das stimmt. Die Treppe. Ah, ja, wir haben ja den Türknauf gefunden, genau. Alles klar, ich weiß Bescheid. Der Türknauf. Das war's. Doch, stimmt schon. Ich bin gerade voll verwirrt. Um Gottes Willen. Oh. Man merkt, dass wir uns der eigentlichen 3-Stunden-Grenze nähern, ne? Da lässt mein Hirn jetzt nach. Ich bin gespannt, wie es uns dann bei Silent Hill geht. Wenn ich nur noch Matsch im Kopf bin. Das kriegen wir alles hin. Oh Gott, jetzt sind die hier auch. Ey. Ich hasse es. Ich hätte den Türknauf nicht nehmen sollen, aber dann wären wir nicht weitergekommen, ne? Bringt uns auch nichts. Hey Radko, dir auch ein frohes Neues. Öffne mir die Tür. Oh, niedlich. Ein kleines Panzermodell. Müssen wir das in die kleine? Wahrscheinlich, ne? Okay, weiß ich ja nicht mehr genau, wie wir da hinkommen. Finden wir schon. Warte mal. Versteckte Pistolenmunition. Hätte ich beinahe übersehen. Na sowas.
Das ist nur Gewöhnungssache wahrscheinlich. Das testen wir jetzt einfach mal aus. Dann schauen wir mal, wie das klappt. Machen doch andere Leute auch. Okay, jetzt passt auf. Ich nehme den Aufzug und fahre mit dem Aufzug einfach nur ins mittlere Stockwerk. Und der Aufzug... Okay, alles gut. Let's go. Umbrella hat definitiv Schwächen mit der Überwachung, Passwort etc. Das stimmt. Aber diese komischen Überwachungsmaschinen und die Gifthunter und so weiter, ne? Die schickt ja Wesker in den Einsatz und hier arbeitet er schon lange nicht mehr für Umbrella, sondern mit der mysteriösen Konkurrenzfirma, die nie benannt wird. Die Wesker-Firma, die Firma, mit der Wesker irgendwie zusammenarbeitet. Da gibt es aber nie nähere Informationen, um was es sich da eigentlich genau handelt. Und die setzen diese Kameras ein. Die sind aber offensichtlich genauso scheiße wie Umbrella, die ominöse Konkurrenzfirma. Und die in Dino Crisis auch. Ich glaube, böse Firmen haben das einfach so an sich, dass die irgendwie echt nicht gut drin sind in Sicherheit und Überwachung und Passwörter und alles. Ich meine, guckt euch das Ding an. Es ist komplett nutzlos. Ich finde den Spruch, andere Leute machen das auch furchtbar, andere Leute springen schließlich auch von Brücken. Das hat mir mein Opa immer erzählt. Ich weiß nicht, früher war den Leuten echt langweilig, oder? Die sind damals in ihrer Jugend, laut ihm, immer von Brücken gesprungen. Das war so deren Hobby. Die sind in Passau, ne? In Passau, da gibt es drei Flüsse, viele Brücken. Und deren Hobby war es, von den Brücken zu springen. Und dann hat er immer die Survival-Strategien erzählt, wie man sich verhalten muss, wenn man von Brücken springt. Weil das so deren Sport früher war. Und dann hat er immer von Strudeln erzählt. Und wenn man von einem Strudel erfasst wird, ist vielleicht auch für euch eine gute Information. Kann jedem mal passieren, natürlich. Wem passiert das nicht? Auf dem Weg zur Arbeit, man schwimmt durch einen Fluss, ne? Hilft ja nichts. Und dann wird man von einem Strudel erfasst. Was macht man? Laut meinem Opa, einfach nach unten ziehen lassen und dann vom Boden abstoßen nach oben und nicht versuchen, gegen den Strudel anzuschwimmen, weil dann laugt man sich aus und man schafft es eh nicht. Und auch nicht gegen die Strömung schwimmen, sondern immer mit der Strömung schwimmen. Das sind die Tipps von meinem Brückenspring-Opa. Ja, keine Ahnung. Die Jugend von damals, ne? Alles irgendwie Scharlatane, das ist das falsche Wort. Taugenichtse. Die Jugend von damals, ey. Schlimm. Geheime Passagennotiz. Da sind wir wieder bei den Sicherheitsmaßnahmen von den bösen Firmen, ne? Wenn man eine geheime Passage hat, sollte man das vielleicht nicht in sein Tagebuch schreiben, dass man irgendwo einfach so liegen lässt. Die unbekannte Firma ist mit Sicherheit das Institut. Wer weiß? Der Brückenspring-Opa, ja, so war es halt damals. Der hat aber auch, man weiß nicht, ob das stimmt und inwieweit das stimmt mit dem Brückenspringen, weil mein Opa viele Geschichten erzählt. Der hat auch erzählt, dass er Boxer war und dass er ungeschlagen ist. Er hat jeden Kampf gewonnen und hat sich dann zur Ruhe gesetzt. Und technisch gesehen stimmt die Geschichte auch, so wie er sie erzählt hat. Er hat nicht gelogen, aber er hat halt einmal einen Amateurkampf geboxt und den hat er gewonnen und das war alles, das war seine Boxerkarriere, aber seine Geschichte ist, dass er Boxer war und immer gewonnen hat, faktisch nicht falsch, aber naja. So Leute, ich habe vor kurzem für mich Rootbier entdeckt, kennt ihr Rootbier? Ich finde das Zeug super widerlich, aber irgendwie auch echt geil. Und ich habe mir jetzt hinten für meinen Streaming- und Podcast-Kühlschrank ein paar unterschiedliche Getränke gekauft und unter anderem eben Rootbier. Und Rootbier ist schon mega weird. Das schmeckt einfach wie Mundspülung, aber ich finde es irgendwie echt faszinierend und lecker. Wie Mundspülung mit Kohlensäure. Ich weiß nicht, warum ich das so gern mag. Aber das habe ich vor kurzem mal probiert aus Neugier. Ich finde es echt, ich könnte es echt nicht immer trinken, aber ab und zu mal eine Dose Rootbier ist schon irgendwie geil. Kennt ihr das? Ja, ich verstehe es voll, wenn du es eklig findest.
Verstehe ich hundertprozentig. Ist auch mega weird, aber irgendwie spricht's zu mir. Nur ab und zu, ja, ja, genau. Sonst könnte ich es auch nicht ertragen. Das kenne ich mir auch ab und zu, ne? Ist schon ab und zu gut. Ich finde es auch geil und eklig. Genau, das ist es, ne? Es ist irgendwie super widerlich und gleichzeitig irgendwie geil. Okay, lesen wir die geheime Notiz. Ich wohne in Eberswalde und wir haben einen Kanal und mein Onkel ist damals immer von der Brücke entweder ins Wasser gesprungen oder ist auf die Boote gesprungen, um die Leute zu erschrecken. Das sind aber keine hohen Brücken. Okay, okay. Ich glaube eigentlich, ne, so in der traditionell amerikanischen Rezeptur, soweit man das so nennen will, ist das eigentlich einfach nur Cola mit Vanilleeis. Aber das Rootbier, das man so in Dosen kaufen kann, schmeckt absolut nicht nach Cola und Vanilleeis, sondern nach Mundwasser. Aber gut. Okay, die Untergrundpassage, die in die Villa führt, wo Alexia und ich leben, wurde schwer beschädigt. Ich kann es allerdings niemals erlauben, dass die ungewaschenen Massen Alexia zu sehen bekommen. Ich kann nicht losgehen und die Untergrundwasserwege nutzen, die die lokalen Leute gemacht haben. Das geht auch nicht. Oh ja, ich glaube, ich habe diese I think I have those prisoners. Ach so, ich lasse diese Gefangenen eine Brücke bauen. Es soll eine wunderschöne Brücke sein, die die Perfektion von Alexia einfängt. Oder von ihr profitiert, keine Ahnung. Natürlich, ich muss jeden töten, der in die Konstruktion dieser Brücke involviert ist, nachdem sie fertiggestellt ist, sodass niemand von ihr erfährt und von der Existenz der Villa. Aber das ist okay. Ich habe kein Problem damit, solche Sachen auszuführen. Okay. Wenn die Brücke fertiggestellt ist, werde ich den Eingang zur Villa versiegeln. Am Ende des Untergrund-Unterwasserwegs. Der Eingang des Unterwasserwegs ist versperrt. By the Diorama-Trick. Vom Diorama-Trick versperrt, ich verstehe es nicht, um die Sicherheit der Villa zu gewährleisten, gezeichnet Alfred Ashford. Okay. Und wir haben einen Schlüssel für Turntable. Turntable? Welcher Turntable? Ich weiß nicht, was mit dem Turntable-Key gemeint ist, leider. Turntable-Key. Ah, da hat Turntable-Key. Damit ist der Aufzug gemeint, wo ich mit der Flinte... Okay, ich glaube, das jetzt verstehe ich. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal in den Keller und gehen nochmal den ganzen Weg bis zu dem Aufzug. Und das dürfte dann... Das ist mit der Turntable-Key. Okay, alles klar. Let's go. Heieieiei. Hallo, Jules, wie geht's? Die sagen, dass Code Veronica Remake in 2025 rauskommt. Wer sagt das? Gibt's da neue Gerüchte?
die glaubwürdigsten Gerüchte, die ich gehört habe, von eben das Golem, der schon relativ viel gut vorhergesagt hat, auch ein bisschen was, ne, rumgelabert hat, aber schon auch viel vorhergesagt hat richtig, die würden dafür sprechen, dass nächstes Jahr Resident Evil 9 erstmal kommt. Aber weiß man nicht. Es gibt ja auch Gerüchte drüber, dass für Resident Evil 4 nochmal irgendwie Content erscheinen soll, weil das irgendwie vor kurzem nochmal abgedatet wurde. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass irgendwie nochmal so eine Complete Edition kommt oder so. Wesker still alive? Still alive? I came for Lexia. Who? An organization hired me to capture her. Wait, you attack the island? And my sister? Idea how much I hate you. You destroyed my plans. So now I've sold my soul to a new organization. Now die. Slap! Here's a little secret, Chris. I figured out that your sister is now in the Antarctic. With Alexia. It's too bad you won't be seeing her again. Alle lachen ein bisschen. Kommt, lacht mit. Alexia? Nur Chris lacht nicht, der Spielverderber. Ist irgendwie schon weird, ne? Dass Wesker da Chris wirkt und lacht gerade, macht gerade sein böses und plötzlich geht hinten der Bildschirm an und Alexia lacht mit. Was ist das für eine weirde Szene eigentlich? Naja. Naja. You have no idea how I love you. Ist, glaube ich, das, was er eigentlich sagen wollte. Ich glaube auch, ja. Wesker und Chris haben schon eine besondere Beziehung zueinander. Ich glaube, das ist keine sehr gesunde Beziehung, aber das ist schon mehr als nur Feindschaft. Wesker ist ja richtig besessen von Chris. Da kann er an nichts anderes mehr denken. Wahrscheinlich sitzt er nachts immer in seinem Bett und denkt sich, ich verabscheue Chris, aber ich bewundere seine Muskeln. Okay. Au, geh doch nicht ins Feuer, Chris. Sei doch nicht so doof. Ich wollte doch nur gucken. Die Währung hier ist ja Kronkorken. Wie cool ist das denn? Habe ich jetzt erst gesehen. Ich glaube, das haben wir tatsächlich Katka zu verdanken, der das als Mod mal eingestellt hat. Ich muss mir echt mal noch coole Sachen überlegen, die man damit machen kann. Ne? Viele von euch haben wahrscheinlich schon Tausende rumliegen. Und abgesehen vom Kommentar hervorheben, gibt es noch nichts Cooles. Da fällt uns schon noch irgendwas ein. War zu Code Veronica schon der Sohn von Wesker geboren? Müsste schon sein. Ja, muss auf jeden Fall sein. Ja. Okay.
Halt, stopp. Na gut, okay, warte, der ist schon so nah dran. Den schießen wir kurz weg. Aber nur ganz kurz. Jetzt nehmen wir die Pistole, Chris. Man muss es nämlich nicht übertreiben. Christophorus könnte auch eine deutsche, ne, könnte auch die deutsche Version von Chris sein. Christophorus Rothfeld, der Heilige. Der Schutzpatron der Bodybuilder und Feldenklopfer. Der Bergbauleute und Bodybuilder. Der heilige Christophorus. Hat Wesker irgendeine Bedeutung? Ich glaube irgendwie nicht, oder? Weil der würde ja wirklich im Deutschen komplett gleich heißen. Ein bisschen anders ausgesprochen. Albert halt, aber... Na, ist er wirklich, also... Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gemacht habe. Ich sag's euch ehrlich. Aber es war wahrscheinlich gut. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war da irgendwie stinky Gas, oder? Chris, passt auf, der kotzt dir auf die Schuhe, wenn du nicht aufpasst. Ich warne dich. Ich muss schon sagen, ich freue mich jetzt auf die neueren Resident Evil Teile. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich mag alle klassischen Resident Evil Teile und ich habe auch, also ich finde auch die Remake von 1 und Zero cool und freue mich drauf. Auf Zero ehrlich gesagt am wenigsten, aber ja. Aber alle so am Stück hintereinander spielen ist mir fast ein bisschen zu viel klassisches Resident Evil Survival Horror. Es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Bock habe und es mich nervt oder so. Im schlimmsten Fall würde ich dann sogar sagen, hey, ziehen wir mal irgendwie ein anderes vor und kehren dann zurück. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Nee, nee, keine Sorge. Aber ich merke schon, dass... Oh, dass ich nur noch einen Schuss in der Pistole habe und die Armbrust habe ich nicht dabei. Das merke ich schon ein bisschen. Muss ich schon sagen. Dass ich nur noch einen Schuss habe, das merke ich ein bisschen. Okay... Nee, warte mal. Ich wollte... Was? Ich verstehe gerade überhaupt nichts mehr. Ah, ich überlege echt, ob wir jetzt schnell zurückgehen und speichern sollen. Weil eigentlich müssen wir jetzt dann echt mit... Na, ich gehe zurück und speichere. Ist zwar gerade eine blöde Stelle, aber machen wir jetzt. Doch, doch. Es ist an der Zeit. Wir müssen wechseln. Und, na, ich weiß nicht, wie lang es sonst dauert. Und ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wesker hat sich ja mit Whiskers zu tun. Deswegen hat er Katzenaugen. Ja, da, na, du bist da was Heißem auf der Spur, glaube ich. Da hast du recht. Redfields würden Wesker kaufen. Ada Wong wird auch gleich bleiben im Deutschen. Kann sein. Habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade überhaupt keine Ahnung, ob das irgendeine Bedeutung hat im Chinesischen. Könnte ja sein. Aber ich glaube, nicht sterilisiertes weibliches Frettchen Valentine, besser wird's nicht an deutschen Übersetzungen von Namen. Das
So. Zum 100. Mal. Oh Gott, das sind jetzt die beiden Roboter unten auch noch. Ah. Moment mal, wo sind die hin? Cool, die sind einfach von alleine abgezogen. Das finde ich nett. Ist Ada nicht tatsächlich theoretisch ein englisches Wort, was in dem Fall wurscht wäre, weil ne, sie hat offensichtlich einen chinesischen Namen, aber... Na, vielleicht aber auch nicht. Ada ist ein Restaurant. Da haben wir es. Eine Pizzeria. Also quasi Pizzeria Wong. Wäre die richtige Übersetzung. So, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss mit Resident Evil Code Veronica und machen weiter mit Silent Hill. Ich muss jetzt ganz kurz umbauen, da ich auf verschiedenen Systemen spiele. Und ich würde sagen, wir machen schnell 5 Minuten Pause. Dann hole ich mir auch schnell noch ein neues Getränk. Was anderes als dieses pappsüße, aber schon irgendwie geile, aber auch widerliche Rootbier. Und dann machen wir gleich weiter. 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten. Und dann geht's auch schon weiter. Bin gleich wieder da.